So, Freunde, unser neues Online-Magazin ist draußen. In jeder Ausgabe die Texte unserer Videos zum Nachlesen. Also ab in den Shop, Online-Magazin runterladen und loslegen. April 1940. Anfang des Monats werden wieder eine größere Anzahl von Stellungsbefehlen durch den Postboten gebracht. Am 16.04. erhalte ich auch meinen Stellungsbefehl nach Coburg. Am 19.04. früh um 6 Uhr geht die Reise los. Mittags treffen wir in Coburg ein und es geht zur Hindenburg-Kaserne. Am nächsten Morgen wird sofort mit der Einkleidung begonnen. Nachmittagsimpfung gegen Typhus. Allmählich gewöhnt man sich ein. Die zweite Impfung gegen Typhus ist am 27.04. Ende des Monats beginnt die Ausbildung am schweren Maschinengewehr, denn wir sind der 4. Kompanie zugeteilt. Jetzt, nach 10 Tagen, sind die schlechtesten Stunden eigentlich hinter uns. Man hat sich eingelebt. Mai 1940. Das Wetter ist gut, es geht jetzt jeden zweiten Tag ins Gelände. Am Himmelfahrtstag werden wir Rekruten das erste Mal von unserem Zugführer Unterbezirk Kranz ausgeführt. Gruppenführer ist Obergefreiter Maywald und Zimmerältester Gefreiter Hess. Seit 2 Tagen habe ich im Gesicht eine Art Nervenstörung sowie Flimmern in den Augen. Der Truppenarzt schickt mich ins Reservelazarett Coburg. Dort stellt ein Oberstabsarzt eine Nervenlähmung der linken Gesichtshälfte fest. Die Ursache dieser Lähmung ist nicht festzustellen. Das Lazarett ist im ehemaligen Hotel Reichsgraf am Bahnhof. Ich bin in einem Zimmer mit noch 2 Mann. Dem Zimmer, in dem der Führer bei einem Besuch der Stadt Coburg in der Kampfzeit gewohnt hat. Die Behandlung besteht aus täglich einer Spritze, Kopflichtbad und Elektrisieren des Gesichts. Da die Krankheit vollkommen schmerzlos ist, so muss ich sagen, dass der Lazarettaufenthalt eine wahre Erholung ist, zumal das Essen tadellos ist. Am Pfingstsonntag besucht mich Luise mit Irma. Allmählich bessert sich die Krankheit. Heute am 28. Mai werde ich wieder zur Kompanie entlassen. Der Arzt hat mir 10 Tage Genesungsurlaub befürwortet, jedoch der Kompaniechef Oberleutnant Obenauf genehmigt nur Sonntagsurlaub bis Montagabends. Juni 1940. Die Ausbildung ist während meiner Abwesenheit ziemlich fortgeschritten. Heute am 7.6. ist Besichtigung durch Oberstleutnant Herder. Im Anschluss können wir am 8.6. in Sonntagsurlaub fahren. Am 13. ein Marschbataillon wird zusammengestellt und wir sind dabei. 2 Tage später Abmarsch, feldmarschmäßig mit Marschbataillon 183 von Coburg nach Neustadt. Von dort soll es in den nächsten Tagen nach Westen weitergehen. Ich bin bei der 1. Kompanie. Am 20.06. sind wir noch in Neustadt. Es ist noch kein Abmarschbefehl gekommen. Am 30.06. sind wir immer noch hier. Jeden zweiten Tag ist ein Übungsmarsch, sonst wird sonstige Ausbildung gemacht. Kompanieführer ist Leutnant Schubert aus Sonnenberg. Das Leben ist ganz schön. Ich kann jeden Samstag in Sonntagsurlaub fahren. Als nächste Kameraden sind mir Christian Haug aus Neufang, Theo Köstner aus Nordhalben, Gefreiter Köstner aus Lederoyth und Ernst Pechold aus Neust am Brand. Juli 1940. 1. Juli, Reisemarsch von Neustadt nach Oberlin-Sonneberg-Neustadt. Am 15.07. bin ich vom Ernteurlaub wieder nach Neustadt zurückgekommen. Ich war 5 Tage in Unterrodach. Sonst der übliche Dienst. Vom Abmarsch ist nichts bekannt. Am 31. Juli ist das Wetter noch gut. Es gibt immer noch nichts Neues. August 1940. Am 4.8. war ich wieder in Sonntagsurlaub, wie immer mit dem Fahrrad. Es soll auch wieder einige Tage Ernteurlaub geben. Ich war beim Kompanieführer und habe bis zum 8.11. Ernteurlaub bekommen. Am 28. August darf ich nochmal 4 Tage in Ernteurlaub fahren. Immer noch warten wir auf den Abmarschbefehl nach Westen. Scheinbar hat das schnelle Kriegsende mit Frankreich die ganze Sache geändert. Es gehen Gerüchte herum, dass das Marschbataillon 183 wieder aufgelöst werden soll.
September 1940. Luise war heute am 8.9. zu Besuch hier, denn heute gibt es keinen Sonntagsurlaub, auch heißt es, dass wir endlich von hier wegkämen. Am 10.9. wird unser Marschbataillon aufgelöst und kommt wieder nach Coburg zu den alten Kompanien. Leutnant Schubert hat sich heute von der Kompanie verabschiedet. Am 11.9. sind wir wieder in der Kaserne angekommen. Die Stimmung unter uns ist nicht gut, denn hier geht es recht stur zu. Die Jahrgänge 09 und älter werden auf Arbeitsurlaub entlassen. Oktober 1940. Der Dienst ist in letzter Zeit recht streng und wird durch viel Schikane recht schwer gemacht. Heute wurden wir, die wir im Marschbataillon 183 waren, auf Schreibstube gerufen. Ab morgen sollen wir bis auf Weiteres auf Arbeitsurlaub entlassen werden. Wir sind aus der Kaserne heraus, man hat uns in Uniform nach Hause geschickt. Vom 9. bis 22.10. nehme ich meinen Urlaub vom Straßen- und Flussbauamt. Vater und ich machen in dieser Zeit drei Lose von den dürren Obstbäumen an der Straße. November und Dezember 1940, keine besonderen Begebenheiten. Am 30. Dezember 1940, Telegramm aus Coburg, sofort zur Kompanie zurück. Januar 1941. Ich bin wieder bei der 4. Kompanie in Coburg, auch Gefreiter Köstner ist wieder da. Sämtliche Kompanien sind zum Schneeräumen bei der Reichsbahn eingesetzt. In den letzten 8 Tagen ist strenge Kälte und es gab riesige Schneeverwehungen. Ich wurde versetzt. Ersatzkompanie, Pionierzüge, Mod 12, Schweinfurt. Das zusammen mit dem Gefreiten Köstner, Vollner und Müller. Am 11. Januar Kompanieeinteilung. Ich bin bei der Gruppe Unteroffizier Grobitsch, 2. Zug, Leutnant Kummer, Kompaniechef Oberleutnant Bold und Hauptfeldwebel Papst ist auch noch dabei. 12. bis 31. Januar fast nur Pionierausbildung, wenig Exerzierdienst. Februar 41. Telegramm aus Unterrodach, Schwiegervater gestorben. Beim Kompanierapport wird mir Urlaub genehmigt. Am 13. Februar Beerdigung in Wallenfels. Mein Schwager Hans ist auch auf Urlaub da. Heute kam mein Bruder vorbei. Er war in Frankreich. Hat mich in der Kaserne besucht. Fliegeralarm bei Nacht. Dienstfahrt mit dem LKW nach Bamberg. Wir haben neue Karabiner erhalten und liefern die alten Tschechengewehre in der Reiterkaserne in Bamberg ab. März 41. Der Abend beginnt mit Wasserdienst, sonst der übliche Pionierdienst. Zweimal in der Woche am Wasserübungsplatz am Main. Ich war schon zweimal beim Kompaniereport wegen Urlaub. Es kommt jedoch jedes Mal eine Urlaubssperre dazwischen. April 41. 24. April. Heute war ich wieder beim Chef. Er hat mir meinen Erholungsurlaub genehmigt. Ich kann am 26. bis zum 10. in Urlaub fahren. Mai 41. Bin am 10. Mai in Urlaub in Unterrodach. Am Abend wieder in Schweinfurt bei der Kompanie eingetroffen. 28. Mai beim Truppenarzt vorgestellt, da Schleimbeutelentzündung am linken Ellbogen. Der Arzt schickt mich ins Reservelazarett Schweinfurt im Stadtkrankenhaus. 30.05. Operation am Ellbogen. Juni 41. Heute bin ich aus dem Lazarett entlassen worden und wieder bei der Kompanie gelandet. Habe vorläufig noch Innendienst. Ein Teil der Kompanie wird zur Erntehilfe abgestellt. 17. Juni. Wieder wird ein Teil zur Erntehilfe abgestellt. Auch ich bin dabei. Mit Unteroffizier Tischner und noch 14 Kameraden komme ich nach Himmelsbach bei Hofheim. Ich komme zur Frau Malchen-Burkhardt, Himmelsbach 29. Dort habe ich auch noch 40 Bienenvölker zu betreuen. Es gibt sehr viel Arbeit. Von 5:30 Uhr früh bis abends um 10 muss man ständig auf den Beinen sein. Jedoch, das Essen ist sehr gut. Bier kann ich auch trinken, so viel ich will. Es gibt außer der Löhnung täglich 1,50 Mark von den Bauern. 22. Juni, Kriegsbeginn Deutschland-Russland. Juli 41. 10. Juli, heute ist die Erntearbeit zu Ende. Alles muss wieder zur Kompanie zurück. 18.07. Die letzte Woche war wieder mit Pionierdienst ausgefüllt. Sonntagsurlaub in Unterrodach, nach Rückkehr Dienst wie immer. August 41. Seit einigen Tagen regnet es. Es ist schon fast auf den Feldern nichts mehr zu machen. Ich fahre heute nach Himmelsbach und helfe beim Schleudern. Siegfried und seine Frau sind heute zu Besuch gekommen. Es regnet immer noch die meiste Zeit.
Siegfried reist wieder ab. Anruf von der Kompanie, sofort in die Kaserne zurück. Wieder bei der Kompanie zur Frontabstellung eingeteilt. Feldmarschmäßige Einkleidung, KV-Untersuchung und Impfung. 23 Uhr Abfahrt nach Erlangen. Dort wird das Marschbataillon zusammengestellt. 13.8. Ankunft in Erlangen, Kompanieeinteilung. Ich komme mit Bräuning, Dorfhuber, Back und Heffner zur ersten Kompanie. Kompaniechef Hauptmann Schürmann, Leutnant Wettengel, Hauptfeldwebel Kraus. Marschbataillon 1073. 16.8. Wir sind noch in Erlangen. Die letzten Tage sind mit Appellen, Gasraumproben und sonstigen Dingen herumgegangen. Heute habe ich mit meiner Frau am Telefon gesprochen. 17.8. Der Abmarschbefehl ist da. Wir Pioniere sind als Verladekommando eingeteilt und marschieren schon um 17 Uhr zum Bahnhof. 20 Uhr folgt das Bataillon. 18.8. Erster Reisetag. 2 Uhr früh Abfahrt nach Osten über Bamberg, Lichtenfels, Hof, Dresden. 19.8. Zweiter Reisetag über Breslau, Rubitor, Oderburg. 19 Uhr polnische Grenze. Wir Pioniere fahren auf dem Küchenwagen mit. Es ist bei dem schönen Wetter eine herrliche Fahrt. 20.8. dritter Reisetag. Die Fahrt geht durch weites polnisches Land. Endlos scheint diese eintönige Landschaft zu sein. Die Verpflegung ist gut. Wir Pioniere fühlen uns auf dem Küchenwagen recht wohl. 21.8. vierter Reisetag. Wir haben soeben die ehemalige deutsch-russische Interessengrenze durchfahren. Es folgt später die frühere polnisch-russische Grenze und die Bahnhöfe Lublin und Kowel sowie Oströ sind durchfahren. 22.8. fünfter Reisetag. 12 Uhr, wir sind auf dem Bahnhof Szepatowska angekommen. Hier fahren viele Verwundetenzüge an uns vorbei. Sie kommen meist aus Kiew. Dort scheint nach Berichten der Verwundeten die Hölle los zu sein. 23.8. sechster Reisetag. Noch immer stehen wir auf dem Bahnhof Szepatowska. Geschlossen wird die Umgegend besichtigt, vor allem den deutschen Soldatenfriedhof. Auf dem Bahnhof stehen überall russische Geschütze und sonst in der Gegend viele vernichtete Panzer herum. 14 Uhr Weiterfahrt. 24.8. siebter Reisetag. Es geht weiter nach Osten. Auf freier Strecke bleibt unser Zug längere Zeit stehen. Die Verpflegung wird langsam knapp. Wir Pioniere müssen nun im Waggon bei den anderen Kameraden bleiben. 8. Reisetag. Gestern Abend sind wir auf dem Bahnhof Kasantin eingetroffen. Heute liegen wir fast den ganzen Tag hier. Erst gegen Abend geht es weiter Richtung Odessa. 9. Reisetag. Frühe Ankunft im Bahnhof Vinnytsia. Dann Knivan und gegen Mittag sind wir auf dem Bahnhof Zerminka. Hier ist das Ende der Normalgleise. 10. Reisetag. Den Bahnhof Zerminka. Das ganze Bataillon wird ausgeladen und in der Nähe des Bahnhofes einquartiert. Von hier muss die Fahrt in russischen Waggons weitergehen, aber vorläufig sind keine Züge da und es heißt warten. 28. August, 11. Reisetag in Zerminka. Bei Tage ist Dienst aller Art. Die Verpflegung ist knapp und schlecht. Hauptsächlich das Brot ist fast ungenießbar. Ein großer Teil der Kompanie hat Durchfall. Es herrscht großer Mangel an Medikamenten. Obst gibt es in der Gegend recht viel. 12. Reisetag. Die Krankheit hat fast die ganze Kompanie ergriffen. Auch ich habe mich heute beim Sanitätsunteroffizier gemeldet, habe Durchfall und Fieber. Ich werde in das neu eingerichtete Revier verlegt. Seit gestern regnet es in Strömen. 3.9. 17. Reisetag in Zerminka. Immer noch im Revier. Unsere Kompanie wird in russische Waggons verladen. Die anderen Kompanien sind bereits an den Vortagen abgefahren. Ein Revierwagen wird eingerichtet. Mein Durchfall hat noch nicht nachgelassen. Ich habe schon 3 Tage nichts gegessen. Ich werde in den Revierwagen verladen. Max Bräuning hat über 40 Fieber und kommt in eine Krankensammelstelle. 4. und 5. September, 18. und 19. Reisetag, Abfahrt in südöstliche Richtung über Vorodinowska, abends Ankunft auf dem Bahnhof Golda. Hier ist Endstation, denn die Brücke über den Bug ist gesprengt. 20. Reisetag in Golda. Wir werden ausgeladen und beziehen Biwak. Jeder erhält eine Tafel Schokolade, 36 Mark Löhnung. Ebenfalls werden die übrigen Konserven verteilt.
Das Marschbataillon 1073 wird hier aufgelöst und die Angehörigen auf die 13. Panzerdivision verteilt. Ich komme zum Schützenregiment 93, während Heffner, Bach und Dorfhuber zum Schützenregiment 66 kommen. Heute wird die Division mit dem LKW abgeholt. 7 Uhr Abfahrt. Es geht auf der Panzerstraße Süd nach Süden über Kirovgrad als Schanka Alexandria. Die Stadt Kirovgrad ist stark vom Krieg mitgenommen. Der größte Teil ist zerschossen und abgebrannt. Am Abend macht unsere Kolonne Halt und übernachtet in einer kleinen Stadt. Am nächsten Tag, 7 Uhr früh, geht es weiter über Baksagan. Mittags haben wir die Division erreicht. Sie liegt zurzeit in Ruhe in der Nähe von Dnepropetrovsk. Brigadekommandeur Oberst Radwan begrüßt uns durch Handschlag. Oberst Radwan trägt das Ritterkreuz. Anschließend ist die Aufteilung auf die 2 Bataillone. Ich komme zum 1. Bataillon. Dort begrüßt uns Bataillonadjutant Leutnant Wolf. Das Bataillon liegt in der Ortschaft Antanovka. Ich komme zum Pionierzug. Oberfeldwebel Tschirsch ist Zugführer. Obergefreiter Trebenstäbt wird mein Gruppenführer. Am Tage vorher sind noch folgende Leute vom Marschbataillon 1073 beim Pionierzug eingetroffen. Arnold I., Arnold II., Rüttger, Brückmüller, Schmidt-Max, Hartl, Ulsenheimer, Deubzer und Rosenbusch. In Antanovka wird gewaschen und der Staub von der langen Reise gründlich abgewaschen. Mein Gesundheitszustand hat sich ziemlich gebessert. Der Bataillonskommandeur Oberst von Ratschek begrüßt die Neuen. In Antanovka ist verschiedener Dienst, aber das Essen ist tadellos. Impfung gegen Cholera, wir bekamen Löhnung. Es gibt alle 10 Tage 22,50. Das gliedert sich in 16 Mark Löhnung, 10 Mark Frontzulage und 2,50 Mark Teuerungszulage. 12.09. Die Ruhezeit ist zu Ende. 12 Uhr Abfahrt in den neuen Aufstellungsraum. Abends Ankunft im Dorf Soskoje. Wir sind 60 Kilometer gefahren. 13.09. in Soskoje. Hier sollen wir wieder einige Tage bleiben. Wir schlagen unsere Zelte auf. Es wird wieder Exerzierdienst gemacht und Panzerdeckungslöcher werden gebaut. In Soskoje wird weiter ausgebildet. In der Nähe der Ortschaft stehen abgeschossene russische Panzer. Hier wird die Panzerbekämpfung geübt. Auch eine Übung mit Floßsäcken wird in einem großen Teich durchgeführt. 17.09. der Abmarschbefehl ist gekommen. Alles macht sich fertig. Um 13 Uhr geht es los. Am Dnieper entlang geht es nach Norden. Wir fahren die ganze Nacht durch. Früh gegen 6 Uhr fahren wir bei Kremenchuk über die große Pontonbrücke über den 1400 Meter breiten Strom. Es geht durch die arg zerschossene Stadt. 7 Kilometer östlich der Stadt machen wir Halt und schlagen unsere Zelte auf. Müde legen wir uns nach der 220 Kilometer langen Fahrt auf das harte Lager. 19. und 20. September. Heute waren wir in der Entlausungsanstalt in Kremenchuk. Auf der Rückfahrt überholen wir eine Kolonne einer Flakabteilung. Hier sehe ich auf einem Fahrzeug meinen Arbeitskameraden Hans Moser. 20. September ist Instandsetzung der Bekleidung. Bei Nacht war schon starker Reif. Es geht wieder weiter. Nächsten Morgen 7 Uhr Abfahrt. Nach 80 Kilometer beziehen wir einen Ort, Name unbekannt. Am nächsten Tag um 6 Uhr geht es wieder weiter. Wir sind jetzt etwa 10 Kilometer von der Front entfernt. Unser Bataillon hat eine Flankensicherung. Ich, Obergefreiter Hartmann, Schmidt und Pfannschmidt halten den Auftrag, nach einem etwa 15 Kilometer entfernten Fluss zu fahren, um für den Kommandeur Fische zu fangen, was wir auch mit größtem Vergnügen machen. Mit Handgranaten geht es sehr gut. Am Abend kommen wir mit etwa 30 Pfund Fisch zurück. Etwa 100 Gefangene kommen halb verhungert zurück. Löhnung empfangen. 23.09. Wir fahren wieder 12 Kilometer ins alte Quartier zurück. Ich werde zur dritten Gruppe Obergefreiter Gul versetzt. Not brauchen wir hier zurzeit nicht leiden. Fast jeden Tag kochen wir uns innerhalb der Gruppe einen Eimer Milch und täglich kochen wir uns eine Henne. Wieder geht es weiter. Wir fahren östlich des Dnieper nach Süden. Dnepropetrovsk soll von Osten her angegriffen werden. Nach 150 Kilometer Fahrt über
Poliki kommen wir in Kobeljaki an und beziehen in der Nähe Biwak. Max Bräuning kommt aus der Krankensammelstelle zurück zu unserer Gruppe. Heute bleiben wir hier. Impfung gegen Cholera. Weiterfahrt nach Süden. Nach 80 Kilometer Fahrt auf den Fahrzeugen geschlafen. Am 27.09. am frühen Morgen geht es weiter. Nach 50 Kilometer Fahrt sind wir wieder auf der Höhe von Dniepropetrovsk. Der Feind soll umgangen werden. Auf freiem Felde wird übernachtet. 28.09. Heute sollten wir das erste Mal nähere Bekanntschaft mit dem Feind machen. Das Regiment 66 ist schon seit gestern in Feindberührung. Um 6 Uhr lösen wir das Regiment ab. Es geht an den Feind. 8.15 Uhr treten wir zum Angriff an. Zum ersten Mal hören wir die feindlichen Granaten heranrauschen. Granatwerfer schlagen zwischen uns ein. Wir sitzen ab und zu Fuß geht es weiter. Unsere Panzer umgehen ein großes Dorf, um es von hinten zu fassen. Oberstleutnant von Racek wird durch Granatsplitter im Gesicht verwundet. Gegen 10 Uhr ist unser Ziel erreicht. Das Dorf ist genommen, der Feind geschlagen. Eine große Anzahl Gefangener laufen zurück. Das Bataillon hat 3 Tote und 67 Verwundete. Am 29. September, 17 Uhr, geht es weiter. Nachts um 1 Uhr kommen wir nach 40 Kilometer Fahrt in Treperovska an. Wir schlafen auf den Fahrzeugen. Am nächsten Tag geht es wieder zum Angriff. Früh um 6 Uhr ist Abmarsch. Unser Angriff gilt der 22. sowjetischen Kavalleriedivision. Bereits um 9 Uhr greift uns ein russischer Fliegerverband mit Bomben und Bordwaffen an. Es wird nur geringer Schaden angerichtet. 10 Uhr wird Obergefreiter Hartmann durch 2 Granatsplitter im Gesicht verwundet. Feindliche Panzer greifen von hinten an. Unser Pack und Flak schießt 30 Panzer ab. Am Nachmittag haben wir über 1000 Gefangene gemacht und einen Brückenkopf über einen 100 Meter breiten Fluss gebildet. Wir bauen ein Laufstück über den Fluss. Heute haben wir nur 30 Kilometer hinter uns. Oktober 1941. Am 1.10. früh um 2:30 lösen uns andere Einheiten vom Brückenkopf ab. 7 Uhr Abfahrt, 17 Uhr Biwak bezogen, Ortsname ist unbekannt. Zum Gefreiten befördert. 2.10. 13 Uhr Weiterfahrt durch den östlich des Dnjepers liegenden Stadtteil von Dniepropetrovsk. Ein feindlicher Fliegerverband von 25 Flugzeugen greift uns an. 19 Uhr wird nach 55 Kilometer Fahrt Biwak bezogen. Es wird die Löhnung empfangen. Am nächsten Tag geht es wieder zum Angriff. Der Feind geht zurück. Ständig werden wir von schwerer russischer 17,2 cm Artillerie und auch Granatwerfern beschossen. Um 13 Uhr greifen schwere feindliche Panzer und Infanterie von der Flanke an. Sie werden aber abgewiesen und einige Panzer werden abgeschossen. Gegen 14 Uhr gelingt es unserer Panzerspitze, den Feind in einer Ortschaft zu überholen. Die Ortschaft wird gestürmt und 20 schwere 17,2 cm Geschütze sowie leichte Geschütze und Granatwerfer erbeutet. Außerdem wird eine große Anzahl Gefangener gemacht. Wir beziehen Stellung am Ortsrand. Bei Nacht wird die Ortschaft von feindlichen Panzern beschossen. Heute haben wir 30 Kilometer zurückgelegt. 4.10. 8 Uhr Abfahrt. Der Pionierzug hat einen Spähtrupp-Auftrag. Zur Unterstützung sind uns 2 Flakgeschütze zugeteilt. Wir haben den Auftrag, 15 Kilometer weit vorzustoßen und eine Brücke zu sprengen. Die Brücke fliegt aber, als wir in der Nähe sind, in die Luft, scheinbar von den Russen gesprengt. Bei Dunkelheit kehren wir zurück, anschließend 40 Kilometer Nachtfahrt, gegen früh 3 Uhr, angehalten und im Wagen geschlafen. Am nächsten Tag 7 Uhr, Angriff zu Fuß. Ein Brückenkopf wird gebildet. Durch Minen hat das Bataillon mehrere Ausfälle, starkes, feindliches Artilleriefeuer. Das Gefechtsfahrzeug der 2. Gruppe erhält Granattreffer neben den Wagen und fällt aus. Obergefreiter Krause verwundet. Es wird eine Brücke gebaut, ein großer Panzergraben wird überschritten und ein Dorf wird genommen. In dem Dorf entwickelte sich ein schweres Ortsgefecht. Bei Eintritt der Dunkelheit wird eine 3 Kilometer entfernte Ortschaft im Handstreich genommen. Ein PKW erhält einen Volltreffer und brennt aus. Um 19 Uhr beziehen wir Stellung am Ortsrand.
Der Tag hat uns 15 Kilometer Raumgewinn gebracht, aber wir haben auch recht viele Ausfälle. 6.10. 6 Uhr. Pionierzug muss wieder einen motorisierten Spähtrupp machen. Eine SMG-Gruppe, also schweres MG, und ein Funktrupp sind uns zugeteilt. Nach 7 Kilometern haben wir starken feindlichen Widerstand und Artilleriebeschuss. Wir graben uns ein. Die Fahrzeuge fahren zurück. Starker Regen setzt ein. Um 23 Uhr löst uns eine Kompanie der SS Viking-Division ab und wir fahren zurück ins alte Quartier. Reger und Stollenwerk sind als Ersatz gekommen. Der vergangene Tag brachte uns auch schwere Fliegerangriffe. Am nächsten Tag um 6 Uhr wird wieder aufgebrochen. Es geht nach Süden, fast ohne Widerstand fahren wir 125 Kilometer. Nur feindliche Flieger machen uns gar oft schwer zu schaffen. Gegen Abend beziehen wir ein Biwak. Am nächsten Tag geht es wieder los. Heute machen wir schon nach 30 Kilometern Halt. Wir sind in einem volksdeutschen Dorf. Jedoch sind nur Frauen und Kinder vorzufinden. Alle Männer sind von den Sowjets verschleppt. Am 9.10. geht der Angriff weiter. 80 Kilometer Fahrt. Wir machen im Dorfe Bolo-Zerkowska Quartier. Heute war uns der Kriegsgott wieder mal hold. 3.000 bis 4.000 Gefangene und allerhand Kriegsgerät sind unsere Beute. In dem Haus, wo sich unsere Gruppe einquartiert hat, lebt ein ehemaliger österreichischer Kriegsgefangener von 1418. Er erzählt uns, dass er 1916 als Gefangener nach Sibirien kam. 1922 kam er wieder zurück in die Gegend von Belezorkowska zu einem Bauern. Dort hat er eine Russin geheiratet und ist geblieben. Sein Sohn wäre jetzt bei der Sowjetarmee. Am nächsten Tag sind wir 60 Kilometer vor Mariupol. 9.30 Uhr Weiterfahrt nach Süden, 19 Uhr Ankunft in Mariupol. SS-Verbände haben die Stadt am Vortage ohne großen Widerstand genommen. Die Stadt ist nur wenig beschädigt. Bei Nacht greifen feindliche Bomber an. Unser Bataillonskommandeur ist Ortskommandant. Der Pionierzug steht Wache vor der Ortskommandantur. Am nächsten Tag ziehen wir um in die Nähe des Hafens und übernehmen die Wache an den großen Getreidespeichern. Unser Quartier ist ein großes Schulhaus. Heute gibt es Bier und Schnaps. Ein richtiges Fest wird gefeiert. Die Gegend hier am Asowschen Meer ist herrlich. 12.10. Die Rast ist kurz. Der Abmarschbefehl ist wieder da. Wir fahren durch den südlichen Stadtteil. Überall stehen die Menschen an den Lebensmittelgeschäften Schlange. Vorbei geht's an den großen Industrieanlagen, die zum Teil gesprengt oder durch deutsche Stukas beschädigt sind. Die Division fährt nun am Rande des Meeres nach Osten. Unser Wagen streikt und wir müssen in einem kleinen Ort Halt machen. Durch feindliche Flieger hatten wir heute ziemliche Ausfälle an Fahrzeugen und Soldaten. 80 Kilometer geschafft. 13. bis 15. Oktober. Wir müssen nun warten, bis die Instandsetzungsstaffel kommt. Ein Schwein wird geschlachtet, so wie Hühner in großer Zahl müssen das Leben lassen. Wir nutzen die Zeit und machen uns einige gute Tage. Am 15.10. trifft die I-Staffel früh ein und behebt den Schaden. Am Mittag geht die Fahrt weiter, aber nach 30 Kilometern ist das Benzin alle und wir müssen Quartier beziehen. Unsere Division ist in den letzten Tagen auf schweren Widerstand gestoßen. Der Fluss Migus hält alles auf. Die von den Pionieren gebaute Brücke wird von Bomben und Granaten zerschlagen. Unser Zugführer Oberfeldwebel Schirsch wird am 15.10. verwundet. Am 16.10. haben wir uns Benzin organisiert und können wieder fahren. Um 12 Uhr erreichen wir unser Bataillon. Dies hat den Brückenkopf gebildet und liegt nun schon seit Tagen am Bahndamm der Bahnlinie nach Taganrog. Schwerstes Artilleriefeuer und ungeheure feindliche Fliegerangriffe liegen ohne Unterbrechung auf den Stellungen. Der Russe hat die absolute Luftherrschaft. Franz Stollwerk, Franz Hartl, Arnold II. Und Stadtmeister werden durch Granatsplitter schwer verwundet. Feldwebel Dehnert wird Pionierzugführer. 17.10. Heute soll es wieder zum Angriff gehen. Am Morgengrauen rollen etwa 80 bis 100 deutsche Panzer nach vorn. Das feindliche Artilleriefeuer hat etwas nachgelassen. Um 8.30 Uhr beginnt der Angriff. Panzer voran geht es über den Bahndamm. Mit großer Wucht setzt wieder das feindliche Artilleriefeuer ein.
Der Ort Samberg wird im Sturm genommen. Viele Geschütze und Panzer werden vernichtet oder erbeutet. Groß ist die Zahl an Gefangenen, aber auch in unseren Reihen sind Lücken entstanden. Große feindliche Fliegerangriffe haben uns ziemliche Verluste beigebracht. Unser ehemaliger Pionierzugführer und Offizier Schumann ist durch Bombenvolltreffer gefallen. Heute wurde auch Taganrog durch SS-Verbände genommen. October 18. bis 19. Oktober. Wir liegen in Sambeck. Der Ort wird nochmals durchkämmt. Unser Bataillon wird durch die SS abgelöst und fährt weiter zum Angriff auf Richtung Rostow. Wegen Ausfalles eines unserer Gefechtsfahrzeuge bleibt unsere Gruppe die Nacht noch hier. Hier erleben wir in der Nacht den bis jetzt größten Bombenangriff. Die ganze Nacht regnet es Bomben vom Himmel. Viele Häuser und Fahrzeuge werden zerstört. Am nächsten Tag werden wir nachgeholt und erreichen nach 10 Kilometer Fahrt das Bataillon. Müssen jedoch, als das Bataillon weiterfährt, wieder eine Nacht liegen bleiben. Am 21. um 8 Uhr werden wir nachgeholt. Nach weiteren 20 Kilometern Fahrt erreichen wir das Bataillon. Es geht sofort zum Angriff. Der Feind deckt uns wieder mit Artillerie ein. Um 20 Uhr beziehen wir unsere Unterkunft in einer Feldscheune. Am nächsten Tag, am frühen Morgen, geht es weiter. Der feindliche Widerstand hat sich verstärkt. Unser Bataillon liegt bei einem größeren Kollektiv. Das zweite Bataillon liegt 6 Kilometer weiter vorne im Ort Koperski und hatte heute schwere Verluste. Eine feindliche Pack hat 8 bis 10 der eigenen Panzer abgeschossen. Am Nachmittag greifen uns feindliche Bomber an. 7 Mann sind tot. Unsere Jäger schießen einige Bomber ab. Hier ist auch eine 21 cm Mörserbatterie in Stellung. Am 23. Oktober müssen wir das 2. Bataillon in Koperski ablösen. Der Ort liegt 5 Kilometer vor der Stadt Krim und etwa 30 Kilometer vor Rostow. 24.10. Koperski. Pionierzug ist Bataillonsreserve. Wir liegen in der ersten Schlucht und bauen uns Bunker. Wir bleiben scheinbar länger hier liegen. Der wahre Grund ist Benzin- und Munitionsmangel. Am nächsten Tag werden weiterhin überall Bunker gebaut. Der Feind ist nur etwa 400 Meter weg. Täglich starker Artillerie- und Granatwerferbeschuss sowie Fliegerangriffe. Heute ist der bekannte Panzerkommandeur Oberst Materne gefallen. Ebenso der Bataillonskommandeur des 2. Bataillons Oberstleutnant Frühauf. Er war Kommandeur in Schweinfurt, als ich dort war. Die nächsten Tage liegen wir weiter in Koperski. Feindliche Artillerie und Granatwerfer machen uns schwer zu schaffen. Seit einigen Tagen werden wir täglich 2-mal von einem feindlichen Panzerzug beschossen, der von Rostow kommt. Jeden Tag pünktlich zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr und nachmittags von 12 bis 13 Uhr. Er sendet seine eisernen Grüße. Feindliche Flieger kommen bei Tag und Nacht. Täglich haben wir Verluste an Toten und Verwundeten. Unser Bunker ist schon seit einigen Tagen fertig und recht wohnlich eingerichtet. Aus den zerschossenen Häusern haben wir uns allerhand Einrichtungsgegenstände geholt und auch einen Ofen gebaut. Unser Bunker ist auch ziemlich granatensicher gebaut. Unsere Gruppe besteht jetzt aus 7 Mann. Obergefreiter Fuhl, Obergefreiter Döring, Gefreiter Knake, ich selbst, Schütze Bräuning, Schütze Bruckmüller, Schütze Lebrecht, Oberschütze Arnold ist zurzeit nicht dabei. November 1941. Vom 1. bis zum 19. November liegen wir in Koperski. Am 1. machen wir zusammen mit der 1. Gruppe, der 1. Kompanie, einen gewaltsamen Spähtrupp, müssen aber wieder weg wegen plötzlichem MG-Feuer und der Gefahr eingeschlossen zu werden. Wir brechen das Unternehmen ab. Ein Mann wurde verwundet. Die nächsten Tage bauen wir für den Bataillonskommandeur Hauptmann Schulz einen bombensicheren Bunker. Sonst ist die Lage unverändert. Leichte feindliche Angriffe werden abgewiesen.
Sonst beschränken wir uns auf kleinere Kampfhandlungen und Spähtrupptätigkeit, wobei es immer mehrere Tote und Verwundete gibt. Der feindliche Panzerzug und die feindliche Artillerie sind nach wie vor noch in Tätigkeit. Wir haben es nicht schlecht. Wir haben eine Kuh geschlachtet und Geflügel gibt es auch. Die Hauptarbeit ist jetzt Braten und Backen. Der Ort wird immer mehr zerschossen. In Richtung Rostow verstärkt sich in den letzten Tagen das Artilleriefeuer. Deutsche Bomber fliegen jede Nacht dorthin. Bald wird es zum Angriff gehen. Von der anderen Seite sind scheinbar auch andere deutsche Verbände im Anmarsch. Am 20.11. kommt endlich der Angriffsbefehl. Es geht los. Wir halten den Auftrag, Minen zu räumen, denn überall hat der Russe riesige Minenfelder angelegt. Bei Minenaufnehmen explodiert eine Mine, die gegen Aufnehmen gesichert war. Leutnant Mang ist in Stücke gerissen. Unser Zugführer, Feldwebel Denest, ist schwer verwundet, sowie 3 russische Gefangene sind tot. Nach 6 Kilometer Angriff erreichen wir den Ort Tschalkir. Feldwebel Fischbach übernimmt den Pionierzug. Am 21.11. um 7 Uhr geht es von Tschalkir zum Angriff auf Rostow. Der Feind leistet wenig Widerstand und zieht sich zurück, denn SS-Verbände drohen ihn abzuschneiden. Nach 16 Kilometern Angriff haben wir Rostow erreicht und treffen uns mit der SS. Wir ziehen uns wieder nach Tschalkir zurück. Unser Auftrag ist erfüllt. Die Zahl der Gefangenen ist ziemlich hoch. Doch haben wir allerhand Ausfälle an Fahrzeugen und Soldaten durch Auffahren auf feindliche Minen. Zu viele tausende Minen liegen im Gelände. Seit 10 Tagen herrscht schon strenger Frost. Am 27.11. fahren wir zurück. Es heißt, unsere Division wird herausgezogen. Nach 30 Kilometern Fahrt übernachten wir im Höhendorf Alexandrowka. Am anderen Morgen geht es weiter. 100 Kilometer Fahrt und das vorläufige Ziel ist erreicht. In einem Dorf wird in einer Schule Quartier bezogen. Es ist sehr kalt, minus 25 Grad. Das Fahren auf dem LKW ist kein Spaß mehr. Wir sind jetzt Armeereserve. Nun machen wir uns wieder abmarschbereit. Es scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Am 28. November, 5 Uhr Abfahrt zu einem neuen Einsatz. Es geht wieder in Richtung Rostow. Bei Nacht kommen wir nach 120 Kilometer Fahrt, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Rostow an und beziehen in einem fensterlosen Haus Quartier und wir frieren die ganze Nacht. Der Russe hat mit starken Kräften angegriffen. Um einer feindlichen Einschließung zu entgehen, muss die heiß erkämpfte und gehaltene Stadt wieder geräumt werden. Am 29. November um 5 Uhr fahren wir wieder etwa 50 Kilometer. Starke feindliche Fliegerverbände greifen uns dauernd an. Auch Torpedoflieger werfen Lufttorpedos. Der Bataillonsgefechtsstand ist auf einem zerschossenen Kollektiv. Nochmals treten wir zum Angriff an. Feindliche Tiefflieger greifen uns mit Bordwaffen an und bringen uns Verluste bei. Bei Nacht machen starke feindliche Kräfte einen Gegenangriff und wir müssen zurück. Unsere Panzer werfen den Feind wieder aus unseren Stellungen. Am nächsten Tag sind wir noch auf der Kolchose. In der Nacht fährt die 14. Panzerdivision und die 60. Infanteriedivision zurück. Die Front wird verkürzt. Ich halte den Auftrag, mit Schütze Deubzner 80 Gefangene zum Regimentsgefechtsstand zu bringen. Muss aber wegen Einbruch der Dunkelheit mit den Gefangenen Unterkunft beim Stab der Einheit Kodek beziehen. Noch am Abend erhält die 60. ID den Rückmarschbefehl. Wir 2 Mann sind nun ganz alleine mit den Gefangenen auf der Kolchose. Ich habe beschlossen, beim Mondaufgang gegen 2 Uhr früh den Weitermarsch anzutreten. Doch es wird trübe und fängt leicht an zu nieseln. Der Mond kommt nicht heraus. Die Nacht ist finster und sehr unruhig. Überall dröhnt die Artillerie. Als der Tag graut, sammeln wir die Gefangenen und marschieren nach hinten. Nach 4 Stunden Marsch wären wir fast in eine russische Marschkolonne geraten. Der Feind hatte, wie sich später herausstellte, bereits um 3:30 angegriffen. Auch unsere Division ist zurückgegangen.
Durch einen glücklichen Zufall ist der angreifende Feind nicht an der Kolchose vorbeigekommen, denn sonst wären wir wohl nicht mehr zurückgekommen. Es ging 13 Uhr, erreichen wir die Rückmarschstraße und unser Bataillon. Dezember 41. Das Bataillon erhielt den Befehl, sich gegen 3.30 Uhr vom Feinde zu lösen und sich zurückzuziehen. Das vorliegende andere Bataillon hat sich zu früh zurückgezogen. Dadurch ist der Russe unbemerkt herangekommen. Unser Bataillon ist dadurch eingekesselt. Feldwebel Fischbach erhält den Befehl, mit 5 Mann vom Bataillonsgefechtsstand aus mit der Kompanie Verbindung aufzunehmen, während der übrige Teil des Pionierzuges den Feuerschutz übernehmen soll. Kaum ist Feldwebel Fischbach einige hundert Meter von uns entfernt, als schon der Russe heran ist. Um einer Gefangenschaft zu entgehen, müssen wir zurück. Die Kompanie hat inzwischen Leutnant Steiner an anderer Stelle aus dem Kessel herausgeführt. Infolge der Dunkelheit und des heftigen feindlichen Feuers ist über den Verbleib der Kameraden nichts festzustellen. Feldwebel Fischbach, Obergefreiter Trebenstedt, Gefreiter Hesse, Schütze Schmidt, Schütze Ulsenheimer und Schütze Bruckmüller gelten als vermisst. Unsere Küche und der neue Sanitätswagen müssen stehen bleiben. Auch das Gefechtsfahrzeug der 2. Gruppe muss gesprengt werden. Alle Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit sind, werden gesprengt. Gegen 12 Uhr fahren etwa 30 eigene Panzer, Flak, Pack und Artillerie nach vorne, um den Feind, der mit Panzern nachdrängt, aufzuhalten. Im Höhendorf Alexandrowka sammelt die Division. 25 Kilometer Rückzug. 2. Dezember. In der Nacht vom 1. zum 2. ziehen wir uns weiter zurück. Nach 40 Kilometer Fahrt erreichen wir um 3 Uhr früh die Ortschaft Rusni. Hier, heißt es, soll bereits eine Winterstellung ausgebaut sein, aber trotz allen Suchens ist davon nichts zu finden. Es muss eine neue Hauptkampflinie aufgebaut werden. 20 bis 25 Grad minus sind täglich und der Boden ist einen halben Meter tief gefroren. Jetzt gilt es, die Zeit zu nutzen, ehe der Russe heran ist. Tag und Nacht wird gesprengt und Bunker und Kampfstände gebaut. Es fehlt an Baumaterial, im Dorf werden Häuser abgerissen. In diesen Tagen treten bei verschiedenen Kameraden erstmals Erfrierungen der Füße auf. Als Ersatz ist Unteroffizier Vogel, Oberschütze Ebert und Gefreiter Krug zu uns gekommen. Unteroffizier Vogel übernimmt unsere Gruppe. Stabsfeldwebel Ecke von der 1. Kompanie übernimmt vorübergehend den Pionierzug. Obergefreiter Berlin wird beim Sprengen verwundet. Am 3. Dezember sprengen und bauen wir weiter. Jetzt arbeiten wir am Bataillonsgefechtsstand. Die Aufklärungsabteilung stellt die Gefechtsvorposten. Der Feind ist noch nicht heran. Am nächsten Tag wird unser Grumpenbunker fertig und wir können einziehen. Der Frost wird stärker. Feldwebel Jansen wäre fast erfroren. Am nächsten Tag werden wir mit feindlichem Artilleriefeuer belegt. Der Feind ist also ziemlich dicht dran. Nachdem nun der Bataillonsgefechtsstand fertig ist, machen wir uns mit Sprengarbeiten bei den Kompanien nützlich. Gestern hat der Feind das erste Mal angegriffen. 17 Uhr deutscher Scheinangriff mit starkem Artilleriefeuer. Am nächsten Morgen von früh 7 Uhr bis 15 Uhr starkes Artilleriefeuer. Mitternacht werden wir vom 1. Bataillon abgelöst. Es geht nach Parkhofskofe ins Quartier. Unsere Gruppe ist bei einer volksdeutschen Familie untergebracht. Es herrscht starker Frost. Trotzdem liegt die Ortschaft unter feindlichem Artilleriebeschuss. Bei Nacht schwere feindliche Bombenangriffe. Tauwetter ist eingetreten. Das Bataillon zieht nach Niklingnovka. Wir liegen vom 12. Dezember bis zum 19. Dezember in Ruhe. Es regnet ohne Unterbrechung. Der Schlamm wird immer mehr. Verpflegung kommt nicht. Selbst schwere Zugmaschinen kommen nicht mehr durch. Es geht wieder die Parole rum, dass die Division abgelöst wird. Am 20. Dezember müssen wir wieder in Stellung und lösen das 1. Bataillon der 66er ab. Die Schlammperiode hat ihren Höhepunkt erreicht. Der Marsch zur Stellung ist eine reine Qual. 5 Stunden brauchen wir für den 7 Kilometer weiten Weg zur Stellung. Man versinkt bei jedem Schritt bis an die Knie im Schlamm.
Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Pokrovskoje. Es beginnt wieder der alte Pionierdienst, Bunkerbau und Sprengarbeiten. Es ist wieder Frost eingetreten. Schon 5 Tage haben wir kein Brot erhalten. Es gibt nur Knäckebrot aus den eisernen Reserven. Weihnachten. Heute gibt es wieder Brot und eine kleine Weihnachtsbescherung. Jedem Mann 2 Tafeln Schokolade und Zigaretten. Die Front ist in den letzten Tagen recht ruhig. Überläufer sagen aus, dass der Feind an den Feiertagen angreifen will. Am ersten Weihnachtstag herrscht wieder Frost. Der Nachschub kann rollen. Gegen Abend setzt wieder feindliches Granat- und Artilleriefeuer ein. Am nächsten Morgen verstärkt sich das feindliche Feuer. Es wird erhöhte Alarmbereitschaft befohlen. Gegen 2 Uhr nachts greift der Feind auf der ganzen Linie an. Im Abschnitt zwischen der 73. Infanteriedivision und unserer 4. Kompanie bricht er in unsere Stellung ein. Der Pionierzug rückt um 1.30 Uhr zur 4. Kompanie als Verstärkung. Bei Frost und Schneetreiben müssen wir die ganze Nacht im feindlichen Feuer ohne Deckung liegen bleiben. Wir werfen mehrere Gegenangriffe zurück. Dann werfen wir die Russen gegen 6.30 Uhr aus unseren eigenen Stellungen. Das feindliche Granatwerferfeuer legt sich auf unseren Abschnitt. 2 schwere MG fallen durch Volltreffer aus. Gegen 7 Uhr werde ich durch einige Granatsplitter an beiden Oberschenkeln verwundet. Nach Verbinden durch den Unterarzt fahre ich mit dem Küchenwagen zum Hauptverbandsplatz nach Pokrovskoje. Von dort schickt man mich mit einem PKW zum Hauptverbandsplatz nach Odradienski. Dort wird das linke Bein geschient. Verwundete treffen in Massen ein, sowie Soldaten mit erfrorenen Füßen. Dann geht es zum Hauptverbandsplatz nach Odradienski. Starke Schneestürme und Verwehungen machen den Verkehr unmöglich. Es fehlt an Verpflegung. Kohldampf ist an der Tagesordnung. Soeben sind wir mit 6 Sanitätswagen beim Feldlazarett Federowka angekommen. Es ist der 30.12. Das Lazarett ist nur ein Durchgangslazarett, jedoch kann wegen der Schneewegen kein weiterer Transport ermöglicht werden. 31.12. Heute am Silvesterabend ist es recht eintönig. Kein Brief, kein Päckchen oder Gruß von der Heimat ist da. Von Odradienski bis Federowka sind es 60 Kilometer. Auf der Fahrt, die fast 3 Stunden dauert, sind wir alle recht durchgefroren. Im Feldlazarett ist keine Entlausungsanlage und die Läuse plagen uns Tag und Nacht. Das Essen scheint hier einigermaßen gut zu sein. Januar 1942. Vom 1. bis zum 9. liege ich im Feldlazarett in Federowka. Die Wunden heilen tadellos, die Splitter werden aber nicht herausgenommen. Nach 3 Tagen wird die Schiene entfernt. Selbst die Ärzte wundern sich, dass die Wunden nicht eitern. Immer noch halten die Schneeverwehungen an. Ein Verwundetentransport von hier nach Mariupol wird kurz nach Federowka von russischen Jägern mit Bordwaffen angegriffen. Einige Verwundete sind tot und mehrere schwer verletzt. Der Transport kehrt wieder um. Starker Frost und Sturm halten an. Am 5. Januar entsteht in unserem Saal ein Zimmerbrand und mehrere Zimmer müssen geräumt werden. Der Brand kann aber wieder gelöscht werden. Ein russischer Bomber wirft am Tage einige Bomben neben dem Feldlazarett ab. Am 6. Januar gibt es das Weihnachtsgeschenk der Division. Es gibt eine Flasche Wein, 1 Karton Kekse und 250 Gramm Pfefferkuchen. Am 7. und 9. Januar war ich beim Kriegszahnarzt. Das Lazarett ist überfüllt. Ich werde zur Truppe entlassen. Die Wunde ist ja noch nicht ganz zu, aber es muss gehen. Um 14 Uhr fahre ich mit einem LKW der 60. ID Mod nach vorne. Bei Dunkelheit übernachten wir bei einer Werkstattkompanie. Am nächsten Tag können wir weiterfahren. Nach langen Irrfahrten erreichen wir Pekrovskoje. Ich übernachte im Quartier einer Flakbatterie. 70 Kilometer habe ich gestern geschafft. Der Frost hat nachgelassen. Am 12.11. morgens mache ich mich auf den Weg nach Neklirovska. Das Bataillon liegt in Stellung. Ich melde mich auf der Schreibstube. Dort sortiere ich zuerst mal
die Verwundetenpost durch. Es sind ziemlich viele Briefe und auch Päckchen für mich da. Es regnet heute. 13. Januar bis 15. Januar. Das Bataillon kommt aus der Stellung zurück. Über Nacht ist wieder Frost eingetreten. Überall ist Glatteis auf den Straßen. Hier wird erst heute das Weihnachtsgeschenk der Division ausgeteilt. Es ist dasselbe wie im Lazarett. Nur gibt es eine halbe Flasche Wein pro Mann. Ab heute hat der Stab wieder eine eigene Küche. Seitdem die Stabsküche von den Russen geschnappt wurde, wurden wir von der 3. Kompanie mitverpflegt. Gestern war der Spieß hier und teilte mir mit, dass ich mit Bräuning und Döring für einige Tage nach Tagarok zur Erholung fahren kann. Heute sind wir nach Pokrovskoje zum Bahnhof und mit der Bahn die 25 Kilometer weite Strecke gefahren. Der Weg zum Bahnhof, der immerhin von Niklinowke 4 bis 5 Kilometer ist, war infolge des Glatteises eine Qual. Um 12 Uhr kommen wir in Taganrog an. Eine Musikkapelle ist da und holt alle Urlauber ab. Wir marschieren ins Urlauberheim der 13. Panzerdivision. Am Abend besuchen wir das Stadttheater. Eine russische Künstlergruppe spielt die Operette Schwesterchen Fuchs. Trotz der russischen Aufführung gefällt uns das Stück sehr gut. Das Theater ist ein schöner Bau und hat eine tadellose Inneneinrichtung. Am nächsten Tag in aller Früh geht es geschlossen zur Entlausungsanstalt. Jeder ist froh, die ungebetenen Gäste mal loszuwerden. Auf den Straßen und Gehsteigen ist das Eis wie ein Spiegel und das Laufen nicht gerade angenehm. Am Abend besuchen wir das Soldatenkino. Die Stadt hat auch ziemlich unter den Kampfhandlungen gelitten und viele Gebäude sind zerschossen und ausgebrannt. Hier in der Stadt liegt die Leibstandarte SS Adolf Hitler. Die Hauptkampflinie verläuft etwa 16 Kilometer von hier aus durch den Ort Sambok. Dort liegt die Leibstandarte in Stellung, während die Ablösung in Taganrog liegt. 18. Januar. Wegen des Glatteises gehe ich wenig aus. Im Heim ist ein Unterhaltungsraum mit allerhand Kurzweil. Von fern hört man das Donnern der Artillerie. Hin und wieder schießt auch die russische Artillerie in die Stadt. Am Abend besuchen wir nochmals das Stadttheater. Am nächsten Tag um 15 Uhr beginnt die Rückfahrt bis nach Pokrovskoje. Hier ist Endstation, denn von da aus liegt die Bahnstrecke unter feindlichem Beschuss. Als wir in Niklimowka ankommen, ist das Bataillon wieder in Stellung gegangen. Der Russe hat angegriffen und ein anderer Abschnitt musste bezogen werden. Wir können im alten Quartier schlafen. 20. Januar bis 30. Januar. Mit der Küche fahren wir am Mittag zur Stellung. Jetzt heißt es wieder Bunker bauen und auch einen neuen Bataillonsgefechtsstand bauen. Die Kälte scheint ihren Höhepunkt zu erreichen. In diesen Tagen schwankt die Temperatur zwischen minus 40 und 45 Grad. Dazu herrscht ein starkes Schneetreiben. Der Wind kommt immer von der Feindseite und wir haben ihn immer im Gesicht. Der Feind versucht, dies für sich auszunutzen und greift öfters an. Täglich liegen unsere Stellung unter feindlichem Artilleriefeuer, dazu die Kälte. Das fordert täglich Opfer. Mehrere Kameraden sind auf Posten erfroren. Das Bataillon meldet jeden Tag 10 bis 18 Fußerfrierungen. Wir haben alle Froststellen im Gesicht und an den Händen. Am 24. Januar ist Franz Stollenberg vom Lazarett zurückgekommen. Auch Franz Hartl ist wieder da. Oberfeldwebel Kolbe vom Kratzschützenbataillon übernimmt den Pionierzug. Am 30. Januar um 9 Uhr löst uns das 1. Bataillon 66 in der Stellung ab. Wir ziehen diesmal nach Pawlowski. Am 31. Januar liegen wir in Ruhe in Pawlowski. Heute war ich wieder beim Kriegszahnarzt. Vorgestern wurde die Kiesgrube, die der Russe im Besitz hatte, vom Regimentsstoßtrupp unter Führung von Leutnant Heinrich ohne Verluste genommen. Die Stellung heißt von jetzt ab Heinrichstellung. Gestern hat jedoch der Russe mit starken Kräften unsere Besetzung wieder aus der Stellung herausgeworfen. Vom 1. bis 9. Februar liegen wir wieder in Ruhe in Pawlowski. Der Regimentsstoßtrupp hat den Russen erneut aus der Heinrichstellung herausgeworfen. Dabei ist Schütze Gutschank von der Nachrichtenstaffel gefallen und mehrere Männer verwundet. In Pawlowski sprengen wir durch den starken Frost ein Grab. Am 2. Februar wird er begraben.
Bataillonskommandeur Hauptmann Moritz hält eine kurze Rede. An den folgenden Tagen versucht der Russe, die Heinrichstellung wiederzunehmen. Er hat fast 300 Mann verloren. Die Toten liegen alle vor der Stellung. Er gibt den Versuch auf. Am 5. Februar muss der Pionierzug nach Negrosow und dort einen Tag und eine Nacht verbleiben und einige Pendelspähtrupps am Myos entlang stellen. Ich bleibe im Quartier in Pawlowski zurück. Am nächsten Tag kommen die Kameraden wieder zurück. In der übrigen Zeit wird leichter Dienst gemacht. Einmal ist Gesundheitsbesichtigung durch den Unterarzt. Am 8. Februar besuche ich Obergefreiten Erwin Schmidt auf dem Hauptverbandsplatz in Pakrovskoje. Der starke Frost hat immer noch nicht nachgelassen. Sturm und Schneetreiben sind an der Tagesordnung. Am 9. Februar ist wieder Ablösung. Um 14 Uhr ist Abmarsch zur Stellung. Vom 10.2. bis 23.2. liegen wir in Stellung in Rusnije. Diesmal ist der Bataillonsgefechtsstand in Rusnije. Auch lösen wir uns jetzt innerhalb des Regimentes ab. Also das erste mit dem 2. Bataillon der 93er. In der letzten Zeit haben wir wieder stark mit feindlichen Fliegern zu tun. Tauwetter ist eingetreten, es regnet und es gibt wieder Schlamm. Der Pionierzug ist wieder bei Tag und Nacht unterwegs. Ich bin bei einem Sprengkommando. Wir sprengen bei den Kompanien. Der andere Teil des Pionierzuges macht Trägertrupp zu den Gefechtsvorposten. Am Radaubunker liegen 30 bis 40 Tote. Das sind alles Russen, die müssen bei Nacht weggeholt und begraben werden. Am 14.2. greift ein feindlicher Stoßtrupp von etwa 60 Mann die Vorposten der 1. Kompanie an und wird abgewiesen. 12 Russen bleiben tot vor der Stellung liegen. In letzter Zeit hat der Feind Scharfschützen dabei. Die 3. Kompanie hat an einem Tag 3 Tote durch diesen Schützen. Am 16.11., als wir nachts um 11 vom Sprengen ins Quartier kommen, ist Alarm. Schweres Artillerie- und Granatwerferfeuer liegt auf den Stellungen. Der Feind ist in die Heinrichstellung eingebrochen und hat die 3. Kompanie herausgeworfen. Wir marschieren zum Radaubunker, wo die 3. Kompanie sich wieder sammelt. Oberleutnant Steiner macht sofort einen Gegenangriff und jagt die Russen im Handgranaten-Nahkampf wieder heraus. Wir legen nun bei Nacht ein Hindernis aus spanischen Reitern vor die Heinrichstellung. Bei der 1. Kompanie wird bei Nacht ein Flandernzaun angelegt. Am 19. Februar ist im Abschnitt Piephausruh gegen 22 Uhr starker Gefechtslärm. Eigene Artillerie setzt ein und ein Angriff wird abgewehrt. In den nächsten Tagen bauen wir einen Bunker in der Heinrichstellung. Am nächsten Tag greift der Feind gegen 1 Uhr die Heinrichstellung an. Unsere eigene Artillerie schießt starkes Sperrfeuer, der Angriff wird abgewiesen. Am 23. Februar werden wir gegen 14 Uhr vom 2. Bataillon 93 abgelöst und ziehen wieder nach Pawlowski. In den vergangenen 18 Tagen war täglich starker feindlicher Granatwerferbeschuss. Bomber- und Tieffliegerangriffe folgten Tag für Tag. Unsere Flak schießt starkes Sperrfeuer. Seit 6 Tagen herrscht wieder starker Frost von bis zu minus 25 Grad. An den hellen Nächten wirft der Feind jede Nacht seine Bomben in die Dörfer hinter die Front. Die Hauptkampflinie geht hier direkt am Dorfrand entlang. Trotzdem ist ein Teil des Dorfes noch von Zivilisten bewohnt. Die Verpflegung war in den letzten Stellungstagen am miserabelsten. Wir können wohl ein Lied vom Kohldampf singen. Vom 24. bis 28. Februar liegen wir in Ruhe in Pawlowski. Trotzdem liegt am 24. den ganzen Tag auf dem Bahndamm von Pawlowski schweres feindliches Artilleriefeuer. Bei Nacht rauschen die Fliegerbomben ran. In der Ruhezeit wird Dienst aller Art gemacht, hauptsächlich Appelle in Bekleidung und Ausrüstung. Am 26. Februar ziehen wir in das Haus Nummer 77. Die Verpflegung ist immer noch sehr knapp, hauptsächlich sehr wenig Brot. Am 28. Februar fährt Max Bräuning mit Ludwig Arnold nach Tangerock, um Bier zu holen. Ich habe mir das Knie etwas verrenkt und muss da bleiben. März 42. 1. bis 8.3. Ruhe in Pawlowski. Am
Am 1. März um 14 Uhr tritt der ganze Stab vor dem Bataillonskommandeur Hauptmann Moritz an. Ebert, Arnold und Stollenberg werden zum Gefreiten befördert. Verschiedene erhalten das Panzerkampfabzeichen. Am Abend kommen Bräuning und Arnold mit Bier aus Tangerock zurück. Die feindliche Fliegertätigkeit bei Nacht steigert sich weiter. Hauptsächlich Brandbomben werden geworfen. Das Munitionsdepot wird von einer Bombe getroffen und explodiert. Am 4. März besuche ich nochmals Erwin Schmidt, der heute weiter zurück ins Lazarett kommt. Am 5. März war ich wieder beim Zahnarzt. Russische Fernartillerie beschießt mit 20 cm Kaliber Parkovskoje und Pawlowski. Auch am 6.3. hält das feindliche Feuer an und die feindliche Fliegertätigkeit verstärkt sich wieder. Es scheint wieder etwas in der Luft zu liegen. Heute Nachmittag wird Alarmbereitschaft befohlen. Das Wetter ist teils Schneetreiben und Sonnenschein. Seit 1 Uhr früh liegt auf der ganzen Front stärkstes feindliches Artilleriefeuer. Nebenbei beschießt russische 20 cm Artillerie die Ortschaften. Die ganze Front ist in Rauch gehüllt. Früh um 4 Uhr bricht der Angriff des Russen los. Mit Panzern und Massen von Infanterie gelingt es ihm, die Heinrichstellung zu überrennen und fast 2 Kilometer hinter unsere Stellung zu kommen. Der von deutscher Stelle angesetzte Gegenangriff mit Panzern wirft den Feind wieder bis in seine Ausgangsstellung zurück. Nur die Heinrichstellung gelingt es uns nicht wieder zu nehmen. Deutsche Sturzkampfbomber greifen in den Kampf ein. 7 feindliche Panzer werden abgeschossen. Bei unseren Truppen sind die Verluste ziemlich groß. Der Kompanieführer der 1. Kompanie, Oberleutnant von Karten, ist gefallen. Die ganze Besatzung der Heinrichstellung unter Führung von Leutnant Malzahn ist gefallen. Auch die ganze SMG-Gruppe mit Oberfeldwebel Hausschild ist tot. Die 7. Kompanie alleine hat 10 Tote. Am 8.3. abends kommt der Abmarschbefehl und wir marschieren zur Stellung. Wir werden der 7. Kompanie des Oberleutnant Giersdorf zugeteilt. Heute habe ich das Verwundenabzeichen in Schwarz erhalten. Am 9.3. ist mein Geburtstag. Ich bin aber mit noch 7 weiteren als Stoßtrupp eingeteilt. Wir sollen beim etwaigen Einbruch des Feindes zum Gegenstoß antreten. Um 7 Uhr beginnt wieder das feindliche Artilleriefeuer. Es verstärkt sich zum richtigen Trommelfeuer. Gegen 9 Uhr erhält der Bunker einen Volltreffer. Ein Obergefreiter ist sofort tot und 3 Mann schwer verwundet. Auch mein Kamerad Anton Krieg ist dabei. Russische Tiefflieger greifen mit 25 bis 30 Flugzeugen mehrmals am Tage die Stellung an. Der heutige Tag brachte für die Kompanie durch Bunkervolltreffer viele Tote und Verwundete. Alle Angriffe wurden heute unter schweren Verlusten für den Feind abgewiesen. Am Abend brennt der Bunker und alle darin befindlichen Sachen. 10.3. Während sich das feindliche Artilleriefeuer bei Nacht nur auf etwas Granatwerfertätigkeit beschränkt, setzt beim Morgengrauen das schwere Feuer mit voller Wucht wieder ein. Ein weiterer Bunker erhält einen Volltreffer. Ein Unteroffizier und 6 Mann sind tot. Wieder rennen die sowjetischen Soldaten in Massen an, aber ohne Erfolg. Gefreiter Rosenbusch und Gefreiter Reger und auch der Gefreite Teubitzer werden verwundet. Am nächsten Tag geht der Tanz weiter. Der Feind versucht immer wieder durchzukommen, aber trotz seiner Panzer gelingt es ihm einfach nicht. Das Artilleriefeuer hingegen wird immer wütender. Bei Pimpansruh sollen 10 russische schwere Panzer angetreten sein. Als jedoch einer auf eine Mine fährt, drehen die anderen wieder ab. Heute hält jedermann eine Schachtel Schoka-Cola als Sonderzulage von der Division. Der Regimentsstoßtrupp, der mit 50 Mann zum Gegenangriff antrat, kam mit 18 Mann zurück. Die nächsten Tage lässt das Artilleriefeuer etwas nach. Wir glauben, dass die feindliche Artillerie einen Stellungswechsel durchführt. Wir bauen uns an einer Barke einen neuen Bunker. Es gibt eine weitere Schachtel Schoka-Cola.
Am Morgengrauen setzt das feindliche Artilleriefeuer wieder mit voller Wucht ein. Der Feind greift wieder an, aber auch wieder ohne Erfolg. Die 7. Kompanie hat am 8. und 9. März 15 Tote und 18 Verwundete. Oberfeldwebel Kolbe und Leutnant Friedrich sind verwundet. Der 14. März. 30 feindliche Panzer greifen an der Balka an. 8 davon werden abgeschossen. 4 Panzern gelingt es, bis in unsere 15 cm Artilleriestellung einzudringen, die am Bahndamm steht. Ein Panzer bleibt beim Versuch, ein Geschütz abzuschleppen, auf einer Lafette hängen und wird gesprengt. Das Artilleriefeuer dauert an. Es wird nicht besser. Am nächsten Tag um 9 Uhr greift der Feind wieder an. Aber trotz schwersten Trommelfeuers und einer Anzahl Panzer kommt er einfach nicht durch. Endlich erhält das Bataillon Ersatz. Um 22 Uhr werden wir von der Kompanie abgelöst und kommen zurück zum Bataillonsgefechtsstand. Von dort werden wir zum alten Quartier nach Pawlowski geschickt. Heute gab es wieder viele Fliegerangriffe. Wir konnten auch 4 Abschüsse sehen. Am 16. März haben wir einen Tag Ruhe und können unsere Sachen etwas instand setzen. An der Hauptkampflinie hat der Feind wieder mit Panzern angegriffen. Es gab auch wieder viele Tieffliegerangriffe. Am nächsten Tag müssen wir uns wieder beim Bataillonsgefechtsstand melden. Das schwere Artilleriefeuer hat etwas nachgelassen. Wir müssen wieder einen neuen Bataillonsgefechtsstand bauen, etwa 2 Kilometer vor Rasnie. Die täglichen Fliegerangriffe zehren an den Nerven. Heute stoßen in der Luft 2 Ratas zusammen und stürzen brennend ab. Nächsten Tag bauen wir weiter an dem Bunker, fast keine feindliche Artillerietätigkeit. Der Feind hat scheinbar seine schwere Artillerie zurückgezogen. Heute sind auch keine Flieger zu sehen. Scheinbar ist die Großoffensive endgültig abgeschlagen. Unser Regiment ist etwa noch 500 Mann stark. Nach dem Regimentsbericht hat der Feind an diesen Tagen zwischen 5.000 und 5.500 Tote verloren. Oberleutnant Voss und Obergefreiter Gampitz werden zum Ritterkreuz eingereicht, sowie Hauptmann Steiner zum Deutschen Kreuz in Gold. 19. bis 25. März. Wir bauen an dem neuen Bataillonsgefechtsstand weiter. Am 21. ist unser Gruppenbunker fertig und wir können einziehen. Die 2. Gruppe ist in Rosny und stellt Wache am Materiallager. Unsere Bunker können wir recht gut einrichten, denn wir haben genügend Material. Es werden Betten gebaut, sonst ist alles mit Sperrholz verkleidet. Am 20. März erhält der Obergefreite Guhl, Döring und Hertling das EK2. Da der Frost noch sehr tief im Boden sitzt, muss alles gesprengt werden. Auch bei den Kompanien beginnt jetzt wieder unsere Arbeit. Jede Nacht sind wir unterwegs. Die Gefechtstätigkeit beschränkt sich zurzeit nur auf gegenseitiges Artilleriefeuer und Fliegertätigkeit. Am 23. wird der Unteroffizier Fegel krank und kommt ins Revier. Einen Tag später werden wir durch das 2. Bataillon der 93er abgelöst. Bei der Ablösung treffe ich Pfarrer Hafner aus Seibelsdorf, der seit dem 1. Dezember 1941 beim Pionierzug 2. Bataillon ist. Es ist der erste Bekannte, den ich treffe, seitdem ich in Russland bin. Am Abend kommen wir wieder in unser altes Quartier in Pawlowski Nummer 59 an. Das Wetter in den letzten 8 Tagen war meist noch starker Frost. Bis zum 31. März liegen wir in Ruhe in Pawlowski. Es beginnt wieder der übliche Dienst. Es ist Tauwetter eingetreten, was wieder eine Schlammperiode mit sich bringt. Der Nachschub kommt wieder nicht ran. Die Verpflegung ist recht wenig, es gibt kein Brot mehr. Wir erhalten von der Küche Mehl und müssen uns von den Russen Brot backen lassen. Der Mius hat Hochwasser, nur noch eine Brücke ist befahrbar. Die Front ist einigermaßen ruhig in den letzten Tagen. Doch heute, am 31., ist im Abschnitt der 73. Division stärkstes feindliches Artilleriefeuer. Der Feind greift wieder stark an, wird aber abgewiesen. April 1942. 1. April, Ablösungstag. Es regnet. Das ganze Mius-Tal steht unter Wasser.
Wir müssen über die untere Brücke bei Neklinowka. Da dort schon überall Wasser ist, werden wir mit dem LKW nach Neklimowka bis Pokrowskoje gefahren. Am Abend lösen wir in der Stellung ab. Ich habe mit Kamerad Hafner gesprochen. 2.4. bis 12.4. Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Rasny. Das Tau- und Regenwetter hält an. Fußtief ist der Schlamm, aber trotzdem sind wir jede Nacht vorn, vor der HKL. Vor der ganzen Front müssen spanische Reiter angebracht werden, was bei dem vielen feindlichen MG-Feuer immer recht schwierig ist. Endlich bekommen wir Ersatz. Unteroffizier Hartmann mit 5 Mann. Radowski, Stahlhut, Spohleder, Lüderitz und Pedelsee. Seit einigen Tagen habe ich starkes Rheuma an den Gliedern. Die Front ist einigermaßen ruhig. Der Feind unternimmt keine größeren Angriffsversuche mehr. Wir werden wieder abgelöst. Ich bin wieder mit Kamerad Hafner beisammen. Da das Hochwasser noch immer anhält, müssen wir wieder den großen Umweg über Neklimowka machen. 13.04. bis 23.04. liegen wir in Ruhe in Pawlowski. Ab dem 15. April fährt jede Woche ein Mann in den Urlaub. Der Pionierzug muss nun täglich mit großen Floßsäcken den Bataillonsverkehr nach Pokrowskoje aufrechterhalten. Ungefähr 1,5 Kilometer ist das Wasser breit. Fast alle Kameraden klagen über Rheumatismus. Ich war schon einige Male beim Arzt, der gibt auch nur Tabletten, die aber nicht helfen. Am 18. April gehen wir geschlossen nach Pokrowskoje zum Entlausen. Am 19.04. ist der Myus stark gefallen. Die Floßsäcke werden gereinigt und verpackt. An Führers Geburtstag, also am 20.04., hält Hauptmann Moritz eine Ansprache. Wintersachen werden abgegeben. Am 20. greifen deutsche Stukas mehrmals am Tage die feindlichen Stellungen an. Die deutsche Luftaufklärung hat neue Bereitstellungen des Russen festgestellt. 3 Tage hintereinander greifen die Stuka an und zerschlagen die feindlichen Bereitstellungen. Am 23. geht es wieder in Stellung. Diesmal werden wir mit Floßsäcken über den Myos gebracht. Unteroffizier Vogel wird nach Taganrog abgestellt. Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand. Das Wetter ist meist schön oder leicht bewölkt. Noch immer ziehen deutsche Stukas feindwärts. Am 25. wird Oberschütze Pedal durch Schrapnell am Oberschenkel verwundet. Die feindliche Artillerietätigkeit sowie Flieger- und MG-Feuer bei Nacht wird immer stärker. Sämtliche Kabelleitungen werden in kleine Gräben gelegt. Seit einigen Wochen hat der Feind außer der starken Flugblattpropaganda auch mit Lautsprecherpropaganda begonnen. Lautsprecher in der feindlichen HKL beginnen jeden Abend mit Musik, dann folgt eine Rede in deutscher Sprache und endet mit der Aufforderung zum Überlaufen. Nun haben auch unsere mit dieser Lautsprecherpropaganda begonnen. Der Russe beginnt aber, sobald unser Sprecher zu reden beginnt, mit einem wütenden MG-Feuer zu antworten. Am 28.04. übernimmt Unteroffizier Kiesel, der aus dem Lazarett kommt, unsere Gruppe. In den nächsten Tagen wieder starkes feindliches Artilleriefeuer. Es ist höchste Gefechtsbereitschaft befohlen. Mai 1942. Wir liegen in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Rasny. Die Front ist recht unruhig. Starke Granatwerfertätigkeit und MG-Feuer. Am 3. Mai ist ein Filmkommando der Propagandakompanie am Bataillonsgefechtsstand und filmt. Anschließend gehen Oberfeldwebel Kolbe, Obergefreiter Gul, Gefreiter Frost und Gefreiter Bräunig mit mir zusammen nach Pawlowski zurück. Dort nehmen wir an einem Minenlehrgang teil. Das Bataillon wird am 4.5. vom 2. Bataillon der 93er abgelöst. Auf dem Rückmarsch wird wieder gefilmt. Wir liegen in Ruhe in Pawlowski. Oberfeldwebel Kolbe wird wieder zum Kratzschützenbataillon befohlen. Am 7.5. bis 15.5. zieht der Pionierzug nach Pokrowskoje. Es beginnt eine Pionierausbildung unter Oberleutnant Albrecht. Der Regimentspionierzug ist aufgelöst worden und wird auf die beiden Bataillonspionierzüge verteilt. Feldwebel Hahn übernimmt unseren Pionierzug.
Am 8. Mai rücken wir um 22 Uhr zur Stellung am Radau-Bunker, um an einem Unternehmen gegen den russischen Radau-Bunker teilzunehmen. Der Feind hat aber scheinbar etwas gemerkt und setzt uns ein derartiges Granatwerfer- und MG-Feuer entgegen, dass wir das Unternehmen abblasen müssen. Durch Granattreffer sind 8 Mann gefallen und eine große Anzahl verwundet. Von uns ist Gefreiter Rosenbusch durch Schulterdurchschuss verwundet. Am frühen Morgen kommen wir wieder nach Pakrovskoje zurück. Am 14. Mai ist die Ausbildung zu Ende. Es wird wieder alles zur Ablösung hergerichtet. Feldwebel Hahn ist im ganzen Zug recht unbeliebt. Er macht uns das Leben so schwer als nur möglich. Am 15. treffen wir wieder in Stellung ein. Wie immer an diesem Tag treffe ich mit Hafner zusammen. Wir liegen wieder in Stellung am Bataillonsgefechtsstand vor Rasny. Beim Vortragen von spanischen Reitern ist heute am 16.05. Gefreiter Oelkers durch Kopf- und Brustschutz gefallen. Obergefreiter Gul ist leicht verwundet. In der Nacht zum 17. übernehmen wir die Sicherung im Mius-Tal. In Richtung Rostow finden fast jetzt täglich Bombardierungen statt. Am 20. Mai erhalte ich die Nachricht, dass Kamerad Hans Lunkenbein gefallen ist. Da nun der Frost aus dem Boden heraus ist, wird mit dem Bau von Verbindungsgräben begonnen. Auch wird ein neuer Bataillonsgefechtsstand am Bahndamm im Wald gebaut. Unsere Gruppe ist ein paar Tage in Rasny als Wache am Materiallager. Pfingsten erhält jeder ein Viertel Torte und eine Tafel Schokolade. Russische Artillerie beschießt die bei der Feldarbeit tätigen Zivilisten im Mios-Tal. Am 26. Mai ziehen wir wieder nach Pokrovskoje. Die vergangenen 10 Tage waren besonders unruhig. Feindliche Flieger, Artillerie, Granatwerfer und MG-Feuer haben uns schwer zugesetzt. Die Kompanie hatte ziemlich viele Verluste. Der ganze Stab ist nun auch von Pawlowski nach Pokrovskoje umgezogen. Und Offizier Meyer ist wieder zurückgekommen. Der Unteroffizier Vogel ist wieder aus Taganrog zurück. Rost, Bayrich und andere, die beim Ausbildungsbataillon mit Unteroffizier Vogel waren, kommen als Ersatz zu uns. Am 28. beginnt wieder Pionierausbildung unter Oberleutnant Albrecht. Ein Steg wird über den Mius gebaut. Bei Nacht werfen russische Flieger ununterbrochen Bomben ab. Auf dem Heldenfriedhof in Pokrovskoje liegen bereits schon 500 bis 600 gefallene Kameraden. Am 31. Mai ist eine große Parade in Pokrovskoje. Ein Feldgottesdienst leitet die Feier ein. Generalmajor Herr überreicht im Namen des Führers an Oberleutnant Voss und Obergefreiten Gampitz das Ritterkreuz. An Hauptmann Steiner geht das Deutsche Kreuz in Gold. In seiner Rede würdigt General Herr die großen Verdienste der Ausgezeichneten sowie des Leutnant Bitter und seinem Zuge, die in den Großkampftagen im März in der Heinrichstellung alle gefallen sind. Ferner auch die SMG-Gruppe des Obergefreiten Hausschild, der ebenfalls gefallen ist. Eine Anzahl Unteroffiziere und Mannschaften werden dann auch vom General mit dem EK ausgezeichnet. Leutnant Bitter wird nach seinem Tode zum Oberleutnant befördert. Juni 1942. Es gibt Impfungen gegen Typhus, ein Frontkino wird besucht, bei Nacht haben wir wieder russische Fliegerbomben. Ein Volltreffer geht in ein Haus, eine Anzahl Zivilisten und einige Soldaten sind tot. Am 5. Juni bei Nacht müssen wir zur Stellung und beim Grubenbau helfen. Dabei habe ich Gelegenheit, mich längere Zeit mit Kamerad Hafner in Rusny zu unterhalten. Frühmorgens kommen wir wieder nach Pokrovskoje zurück, wo gleich anschließend Entlausung ist. Max Bräuning ist schon einige Zeit wegen Rheuma am Revier. Das Wetter war die ganze Zeit recht heiß. Heute am 6. Juni kommt ein Gewitter und es regnet. Um 13 Uhr lösen wir das 2. Bataillon 93 in der Stellung ab. Wir liegen wieder in Stellung. Der Bataillonsgefechtsstand ist nun in den fertigen Bunker am Bahndamm verlegt worden. Wir bleiben in unseren alten Bunkern. Wir aber bleiben in unseren alten Bunkern. Obergefreiter Gul, Pasch und ich werden als Beobachter am Schernfernrohr für die Artillerie in der B-Stelle eingeteilt.
Am 9. Juni werden wir von der Nachrichtenstaffel abgelöst. Am 10. hält die Beobachterstelle einen Volltreffer. 3 Mann sind verwundet. Die Verpflegung lässt mal wieder zu wünschen übrig. Der ganze Pionierzug ist beim Grabenbau beschäftigt. Es wird viel verlangt von uns. Auch fast die ganze Nacht sind wir draußen und schleppen spanische Reiter nach vorn. Feldwebel Hahn ist einfach rücksichtslos. In der Nacht zum 14. Juni wird Gefreiter Schmidt durch Kopfsteckschuss schwer verwundet. Der Feind versucht wieder öfters anzugreifen. Es ist wieder erhöhte Gefechtsbereitschaft befohlen. Deutsche und russische Artillerie ist wieder in voller Tätigkeit. Die feindliche Artillerie unternimmt einen schweren Feuerüberfall auf Pokrovskoje. 8 deutsche Soldaten fallen. Am 16. wird der Schütze Kunert durch Bombensplitter schwer verwundet. Die erhöhte Gefechtsbereitschaft wird beibehalten, denn die Front ist sehr unruhig. Der Russe wirft wieder viele Flugblätter ab. Es gehen wieder alle an Parolen über eine Ablösung oder Herausziehung der Division herum, aber niemand glaubt daran. Am 17. Juni Ablösung und Rückmarsch nach Pokrovskoje. Die letzten 10 Tage Stellungszeit war herrliches Sommerwetter. Wir laufen den ganzen Tag nur in Badehose herum. Heute habe ich die Urkunde zu meinem Verwundetenabzeichen erhalten. Bis zum 28. liegen wir in Ruhe in Pokrovskoje. Vom 19. bis 22.06. kann ich nach Taganrog ins Urlauberheim. Das Urlauberheim gehört zur 13. Panzerdivision, wo es mir auch sehr gut gefällt, denn das Wetter ist herrlich. Nur zu kurz ist der Urlaub. Am 22.06. bin ich zurück. Das Bataillon beginnt mit seinen täglichen Gefechtsübungen. Wir müssen bei einer Nachtübung das Bataillon über den Mios setzen. Feldwebel Hahn ist jetzt Zugtruppführer. Am 29. und 30. Juni liegen wir in Stellung vor Rasny. Wir müssen Drahthindernisse ausbessern und das bei Nacht. Die Front ist an beiden Tagen ziemlich ruhig. Juli 1942. Wir bauen bei Nacht ein Grabensystem im Mios-Abschnitt. Auch legen wir einen Flandernzaun davor aus und noch weitere Stolperdrahthindernisse. Am 8. Juli kommt die Nachricht, dass unser ehemaliger Regimentskommandeur Oberst Radnau, der jetzt bei der 19. Panzerdivision ist, durch Fliegerbombe gefallen ist. Im Dorfe Nekrasow, wo das Kratzschützenbataillon liegt, hat der Kommandeur am 5. Exerzierdienst angesetzt. Russische Artillerie kann das Gelände einsehen und schießt dazwischen. Mehrere Männer sind tot und eine Anzahl schwer verwundet. Am 7. Juli wird erneut ein Unternehmen gegen den russischen Radaubunker angesetzt. Es gelingt uns, den Bunker mit T-Minen in die Luft zu jagen. Für uns ohne Verluste. Nachts um 1.30 Uhr macht der Russe einen Feuerüberfall mit leichten Granatwerfern. Dabei ist Obergefreiter Wolny und Gefreiter Dietrich gefallen. Am 9. Juli ist wieder Ablösetag und wir ziehen diesmal nach Pawlowski. Nummer 45. Die vergangenen 10 Tage gehören zu der schönsten Zeit des Stellungskrieges. Das Wetter war herrlich und die Front ungewöhnlich ruhig. Nur bei Nacht kamen einzelne feindliche Flieger. Wir brauchen nur bei Nacht zu arbeiten, hatten aber bei Tag unsere Ruhe. Nur das Brot ist recht knapp. Der Tross verbleibt vorläufig in Pokrovskoje. Am 10. Juli liegen wir immer noch in Ruhe in Pawlowski. Wir bekommen eine Impfung gegen Ruhr. Anschließend wird das ganze Bataillon neu eingekleidet. Es liegt was in der Luft. Die Sauerkirschen sind reif und wir nutzen die Gelegenheit und machen Marmelade. Heute gibt es die ersten Feldpostpäckchenmarken. 11. Juli, der Abmarschbefehl ist gekommen. 16 Uhr Abmarsch zu Fuß nach Karaschenko, wo die Fahrzeuge bereitstehen. 20 Uhr Ankunft dort. Sofort wird alles Gerät verladen und abmarschbereit gemacht. Der Pionierzug erhält 2 Magirus und 2 Einheitsdiesel als Gefechtsfahrzeuge, ein PKW als Zugführerwagen, ein Beiwagenkratt und 2 für Geräte und Trossfahrzeuge. Unteroffizier Kiesel, Obergefreiter Döring und Gul und auch Härtling werden zum Marschbataillon versetzt. Um Mitternacht ist alles abmarschbereit. Der Pionierzug hat eine Vollstärke von 53 Mann. 12. Juli. Abfahrt über Krisnovka und
Uspenskaje nach Nordosten. Ziel unbekannt. Wir gehören zu der neuen Kampfgruppe von Oberst Krischt. 9 Uhr halten wir in einem Dorf. 17 Uhr Weiterfahrt. Im Dorf Mamowka wird Quartier gemacht. Wir sind heute 70 Kilometer gefahren. 13. Juli in Mamowka. Gruppenfahrzeuge werden eingerichtet. Allgemeine Vorbereitungen zum bevorstehenden Angriff. Obergefreiter Brasche führt ab heute unsere Gruppe. 14. Juli in Mamowka. Angriff ist auf unbestimmte Zeit verschoben. 16 Uhr fährt der Pionierzug 10 Kilometer zurück, um eine Brücke zu bauen. Wir arbeiten die ganze Nacht durch. Früh um 5:30 sind wir fertig und die ersten Panzer rollen darüber. Vom 15. bis zum 19. liegen wir in Mamowka. Verpflegung ist wieder in Ordnung, auch gibt es wieder genug Brot. Neue Kartoffeln gibt es auch schon. Am 16. Juli marschiert die 9. Infanteriedivision nach vorne. Deutsche Bomber ziehen täglich feindwärts. Benzinkolonnen fahren Tag und Nacht. Hier im Ort wird ein Benzinlager aufgestellt. Auch werden innerhalb des Bataillons Handballspiele ausgetragen. Am 18.07. ist der Abmarsch befohlen, aber nach 8 Kilometer Fahrt kommen wir nicht weiter. Der seit gestern anhaltende Gewitterregen hat die Straßen in eine Schlammmasse verwandelt. Wir müssen wieder umkehren. Am 19. Juli ist um 14 Uhr Abfahrt in nordwestliche Richtung. Infolge des Schlammes gibt es öfter Stockungen. Es geht über Avrojeska. Gegen 23 Uhr ist unser Fahrzeug festgefahren. Wir warten den Tag ab. Unser anfangs vorgesehener Auftrag ist wieder abgeblasen worden. Wir fahren in einen sogenannten Auffrischungsraum. Mit uns fährt das ganze Panzerregiment. Deutsche Bomber ziehen in Massen in Richtung auf Rostow. Heute sind wir 45 Kilometer gefahren. 20. Juli, 6 Uhr früh, wir kommen am Ziel an. Hier wird das Bataillon neu eingeteilt. Der Pionierzug bildet zusammen mit je 2 Packgeschützen und einem leichten Geschützzug die neue schwere Kompanie. Kompaniechef ist Oberleutnant Altmann und der Hauptfeldwebel Holz. Hier in der Umgegend liegt auch das 2. Bataillon. Dieses, wie auch das 2. Bataillon der 66er, gehören nicht zur Kampfgruppe Krissoli. Die bleiben hier in Ruhe liegen, da sie keine Fahrzeuge haben. Am nächsten Tag ist ein neuer Einsatzbefehl gekommen. Der Angriff auf Rostow ist befohlen. 8 Uhr Abfahrt in Richtung auf Sambek. Das 2. Bataillon 66 ist ganz mit MTW ausgerüstet. Um 16 Uhr wird bei Trotzkoje Biwak aufgeschlagen. Post ist gekommen, unter anderem ein Brief von Hans mit der Mitteilung, dass er zum Oberfeldwebel befördert wurde. Die Abmarschbereitschaft ist weiterhin befohlen. Noch am Abend ziehen die Bombergeschwader nach vorne. 22.07. früh um 2 Uhr geht es los zum Angriff. Um 4 Uhr geht es bei Sambek durch die alte HKL. Dort sind bereits am Vortage Infanterieverbände über die HKL vorgestoßen. Nun ist die Aufgabe unserer Panzerdivision mit voller Wucht nachzustoßen und dann weiter durchzustoßen. Um 8 Uhr der erste große Widerstand. Ein großer Panzergraben mit einer Bunkerlinie halten uns auf. Der Panzergraben wird unter feindlichem Beschuss unter eigenen Verlusten zugeschaufelt. Um 9 Uhr rollen die ersten deutschen Panzer rüber. Einige unserer Panzer werden in Brand geschossen. Dann kommen Stucker- und Zerstörerflugzeuge und greifen in den Kampf ein. Um 12 Uhr ist der Widerstand gebrochen, es geht weiter. Um 21 Uhr stehen wir nach Überwindung weiterer Panzergräben 10 Kilometer vor Rostow. Wir graben uns ein und sichern gegen den Feind. Am 23.07. früh um 5 Uhr Angriff gegen Rostow. Gegen 8 Uhr haben wir den Nordwestrand der Stadt erreicht. Wir sind auf dem Flugplatz. Die Vororte werden gesäubert. Obergefreiter Brande, Knake, Bräuning, Rost und ich werden als Pioniere der 2. Kompanie zugeteilt. Wir säubern die Stadt in Richtung Bahnhof und Donnbrücke. Als wir 500 Meter vom Donn entfernt sind, fliegt die Brücke in die Luft. Der Bahnhof brennt auch. Häuserkämpfe entwickeln sich. Unsere Flieger werfen vor uns Bomben in die Stadt. Am Abend drückt die SS-Division Wiking in die Stadt ein. 24. Juli in Rostow. Wir 5 Pioniere nehmen bei Nacht an der Sicherung teil.
Dabei wird der gefreite Knake zwischen 1 und 2 Uhr, als er auf Posten steht, erschossen. Wir finden ihn. Er hat 7 bis 8 Kopfschüsse. Wir versuchen, mit unserer Kompanie Verbindung aufzunehmen. Es gelingt uns aber nicht. Morgens um 8 begraben wir Johann Knake neben einem am Vortag gefallenen Kameraden. Das Grab ist unweit vom Don entfernt in der Nähe des Bahnhofes. In der Nacht hat das Bataillon den Brückenkopf über den Don gebildet. In der Stadt toben noch Häuser- und Straßenkämpfe. Die deutschen Panzerkanonen knallen ohne Unterbrechung. Wir suchen nach unserem Pionierzug. Erst am Abend erreichen wir unsere Kameraden. Wir gehen auf Sicherung am Stadtrand. Zum ersten Mal seit Tagen kommen feindliche Bomber und werfen Bomben über uns ab. Fußtruppen rücken in die Stadt ein. Rostow gleicht einem großen Trümmerhaufen. 25. Juli bis 28. Juli. Wir sind noch mit 3 Maschinengewehren auf Sicherung am Stadtrand. In der Stadt wird es aber langsam ruhiger. Unsere Panzer rollen durch die Straßen. Nur hin und wieder knattern die Maschinengewehre. Am Himmel ziehen fast ununterbrochen die deutschen Bombergeschwader nach Osten. Für uns werden es einige herrliche Tage. Das Wetter ist wunderbar. In den Obstgärten sind die Aprikosen reif und wir lassen es uns gut schmecken. Auch sonst leben wir nicht schlecht. Einige Kameraden sind immer unterwegs, um Essbares und Trinkbares zu organisieren. Einige sind immer am Braten und am Backen. Eierkuchen und Kartoffelpuffer werden bevorzugt. Auch gibt es Wodka und Tabak in genügendem Maße. Bei Nacht erscheinen nun öfters die russischen Nachtbomber und legen ihre Eier ab. Max Bräuning und ich haben uns am 26. Juli privat einquartiert. Wir ziehen bei einer Frau ein, Alexandria Ivanova, in Rostow-Butschonski-Weg 17. Am 28. kommt der Befehl zum Sammeln. Wir müssen zum Bataillonsgefechtsstand. Die schönen Tage sind nun vorbei. Es geht wieder neuen Kämpfen entgegen. Die Nacht verbringen wir bei den Fahrzeugen. Es geht ein warmer Gewitterregen nieder. Erst am Morgen ist das Bataillon abmarschbereit. Am nächsten Tag, 8 Uhr morgens, wird aufgesessen, das Bataillon rollt. Die Divisionsspitze ist schon gestern abgerollt. Der Abschied von der Bevölkerung ist doch recht herzlich. Wir haben uns gut mit den Zivilisten geeinigt. Wir fahren nochmals durch die Hauptstraßen der Stadt. Es sieht wüst aus. Man findet kein Haus, das nicht zerstört oder ausgebrannt ist. Zivilisten sind schon an der Beseitigung der Steinbarrikaden und auch der Bunker. Um 11 Uhr fahren wir über die von uns Pionierten erbaute Pontonbrücke über den Don. Der Marschweg geht über Batysk nach Südosten. In Batysk sind über 20 Soldatengräber. Unsere Stukas haben aus Versehen eine Bombe in die schon von unserer Furt besetzte Stadt geworfen. Dabei sind 21 deutsche Soldaten gefallen und 20 Mann verwundet worden. Es geht schnell vorwärts. Sehr wenig feindlicher Widerstand. Gefangene gehen truppenweise zurück. Noch am Vormittag haben wir eine Panne am Wagen und müssen halten. Nachdem wir den Schaden behoben haben, geht es weiter. Wir haben aber den Anschluss an die Kolonne verloren. Nachts um 2.30 Uhr beziehen wir in einem kleinen Ort Quartier. Hier wird erstmal tüchtig gegessen. Es gibt Milch und Eier in Massen. Überhaupt ist diese Gegend hier die fruchtbarste, die wir bis jetzt sahen. Riesige Viehherden und Geflügel aller Art sowie viele Bienenvölker. Geschafft haben wir heute 86 Kilometer. Es ist der 30. Juli. Morgens um 7 fahren wir weiter. Um 10 Uhr kommen wir zu unserem Zugführerwagen, der auch eine Panne hat. Um 14 Uhr haben wir endlich das Bataillon erreicht und gliedern uns in die Kolonne ein. Am Abend stoßen wir auf stärkeren Widerstand. Vor uns liegt die Stadt Salzk. Der Feind hat sich dort festgesetzt. Bei Dunkelheit graben wir uns in einem Feld ein und warten den Tag ab.
Insgesamt haben wir 140 Kilometer hinter uns. Am 31. Juli liegen wir noch immer vor der Stadt Salzk. Um 5 Uhr früh treten wir zum Angriff auf die Stadt an. Feindliche Artillerie und Granatwerfer beschießen uns. Unser Bataillon greift an der Eisenbahnlinie entlang an. Die Eisenbahnbrücke ist gesprengt. Wir bauen einen Laufsteg über die Trümmer der Brücke. Zerstörerflugzeuge greifen um 9 Uhr in den Kampf ein. An vielen Stellen brennt es. Gegen 12 Uhr mittags ist die Stadt in deutscher Hand. Auf dem Bahnhof steht ein Güterzug voll mit Lebensmitteln aller Art und 2 Güterzüge mit Getreide. Ein großer Teil der am Bahnhof stehenden riesigen Getreidelager stehen in Flammen. Wir decken uns mit Lebensmitteln aller Art, hauptsächlich mit Zucker ein. Unser Krattmelder, Gefreiter Grünhage, verunglückt mit dem Kratt und zieht sich einen Beinbruch zu. Der Gefreiter Deutzer wird jetzt Melder. Gegen 21 Uhr beziehen wir Sicherung am Bahnhof. Ein sehr heißer Tag geht zu Ende. Am 1. August bis mittags bleiben wir auf Sicherung am Bahnhof. In der Stadt ist es sehr ruhig, auch sonst hört man kein Artilleriefeuer. Unsere Vorausabteilung ist bereits dem Weichen im Feind nachgestoßen. Um 15 Uhr wird dann aufgesessen und nach Südosten geht es weiter. Am Abend macht sich stärkerer Widerstand bemerkbar. Auch bei Dunkelheit fahren wir weiter. Gegen 22 Uhr ist unsere Spitze in eine feindliche Autokolonne gestoßen. Nach kurzem Feuergefecht werden 3 Lkw erbeutet. Wir machen wieder Halt und beziehen Sicherung auf freiem Feld. 60 Kilometer haben wir heute hinter uns. Am nächsten Tag, als der Morgen graut, stehen wir wieder gefechtsbereit. Bereits um 3 Uhr ging es los. Ab sofort setzt uns der Russe schwer zu. Außer dem üblichen Granatwerfer- und Artilleriebeschuss beschießen uns die Russen nun das erste Mal mit einer großen Anzahl von Salvengeschützen, also Stalinorgeln. Das hat eine ziemlich starke moralische Wirkung auf uns. Ein kleiner, aber tiefer Bach verwehrt unseren Panzern das Vorwärtskommen. Der Pionierzug baut unter starkem Beschuss eine Kriegsbrücke. Der Feind hat sich in den nahen Dörfern und in Feldstellungen eingenistet. Um 8 Uhr machen unsere Panzer eine Umgehung einer Ortschaft und greifen von der Flanke und auch von hinten an. Dabei werden 7 Salvengeschütze und einige andere Geschütze außer Gefecht gesetzt. Wir sehen hier das erste Mal die Stalinorgel aus der Nähe. Es sind die auf Lkw aufgebaute Minenwerfer, die elektrisch gezündet werden. Jedes Geschütz schießt 16 10 cm Granaten oder Raketen zur gleichen Zeit ab. Dann gegen 9 Uhr ist der feindliche Widerstand gebrochen und es geht weiter. Wir bauen die Brücke aus. Um 22 Uhr wird Sicherungsposten auf freiem Feld bezogen. Dabei fahren einige russische Lastkraftwagen ahnungslos auf uns zu und werden erbeutet. Wir haben überhaupt in letzter Zeit viele feindliche Kraftfahrzeuge erbeutet, die alle von großem Nutzen sind, denn von unseren Fahrzeugen sind schon ganz viele ausgefallen. Heute haben wir insgesamt 70 Kilometer zurückgelegt. 3. August 1942. Die Division rollt weiter. Unsere Gruppe und auch Gruppe Meier bleiben wegen einer Panne zurück und warten auf die Instandsetzungsstaffel. Gegen Mittag ist der Schaden behoben und wir fahren weiter. Wir müssen jedoch um 15 Uhr wieder Halt machen. Wir beziehen in einem Dorf dann Quartier und bauen eine Wasserpumpe aus. Die 14. und die 16. Panzerdivision rollt auch nach vorne. Wenn unser Fahrer den Wagen in Ordnung bringt, nutzen wir die Gelegenheit, um mal wieder was Anständiges für den Magen zu besorgen. Einige Gänse und Enten müssen ihr Leben lassen. Eier, Butter und Honig sind auch rasch besorgt und so geht der Tag gut zu Ende. Am nächsten Morgen ist unser Wagen wieder fahrbereit. Wir lassen noch unsere Hemden waschen, die ja bei der großen Hitze rasch trocknen. Dann noch ein kräftiges Mittagessen und um 14 Uhr wird aufgesessen und losgefahren. Kurz nach der Abfahrt wird uns an einem Bahnwärterhäuschen von einer feindlichen Gruppe mit 6 Mann und einem MG aufgelauert. Das feindliche MG hat jedoch Ladehemmung und die Russen versuchen mit einem Fahrzeug das Weite. Nach 80 Kilometer Fahrt erreichen wir wieder unser Bataillon. Da wir den Pionierzug nicht finden können, übernachten wir am Ortsrand. In letzter Zeit machen uns die feindlichen Flieger wieder schwer zu schaffen.
Das Wetter ist sehr heiß. Wegen der hier im Süden herrschenden Malaria-Gefahr müssen wir zweimal täglich Adeprin-Tabletten nehmen. Am 5.8. sind wir vor dem Kuban bei Amavir. Unser Pionierzug liegt seit gestern am Fluss bei der Brücke in Stellung und setzt die Grenadiere mit Floßsäcken über. Die Brücke ist gestern, nachdem schon Kratzschützen und 9 Panzer darüber hinweggefahren sind, in die Luft geflogen. Auf der ganzen Umgebung der Brücke liegt schweres feindliches Artilleriefeuer. Von unseren 9 Panzern, die am Ufer sind, haben die Russen 7 Stück abgeschossen. Der Brückenkopf kostet unserem Bataillon viele Tote und Verwundete. Am Nachmittag greift der Russe mehrmals mit Bomberverbänden an. Auch die Stalinorgel setzt uns schwer zu. Die Nachrichtenstaffel erhält einen Volltreffer. Gefreiter Hohmann und Gefreiter Thurn sind tot, 5 Mann verwundet. Trotzdem das Bataillon mehrmals zum Angriff ansetzt, kommen wir nicht vorwärts. Verwundete kommen in großer Zahl zurück, die wir dann über den Fluss setzen. Am nächsten Tag erfahren wir, dass Pioniere etwa 1,5 Kilometer entfernt eine Kriegsbrücke gebaut und Panzer drüber gebracht haben. Das feindliche Artilleriefeuer hat nachgelassen, aber die feindlichen Flieger kommen immer öfter. Früh wird der Brückenkopf erweitert, um 11 Uhr sammelt die Division, um 14 Uhr stoßen wir weiter nach Süden vor. Wir lassen die Stadt Amavir liegen, diese wird von der 16. Division genommen. Um 21 Uhr stehen wir vor dem Fluss Laber, der uns nach 60 Kilometer Fahrt einen Halt gebietet, denn alle Brücken sind gesprengt. 7.8.1942. Wieder beginnt ein heißer Tag, 40 Grad im Schatten. Der Brückenkopf wird gebildet, Pioniere bauen eine Kriegsbrücke. Durch einen 3 Kilometer langen Wald- und Sumpfstreifen wird eine Straße geschlagen und ein Knüppeldamm gelegt. Im Tiefflug greifen öfters am Tage russische Schlachtflieger an, auch die Bomber legen ihre Eier ab. Noch ziehen deutsche Stukaverbände in großer Zahl über unseren Köpfen dahin. Am 8. sind wir noch immer am Brückenkopf. Gegen Mittag ist die Brücke und der Knüppeldamm fertig. Die Division rollt weiter. Unser Bataillon fährt erst am Abend los. Bei Dunkelheit geraten wir in eine feindliche Autokolonne und müssen uns eingraben. Die Sonne steht täglich höher. 40 bis 50 Grad sind an der Tagesordnung. Am Himmel hoch über uns ziehen wieder Stukas und Ju-88 nach Süden. Ihr Ziel wird wohl Maikop sein. Am nächsten Tag um 6 Uhr geht es wieder weiter. Das 2. Bataillon 66 und das 2. Bataillon 93 kommen uns nach. Heute ist es wieder ungeheuer warm. Nach einigen kleinen Gefechten stehen wir am Abend 15 Kilometer vor Maikop. Unsere Vorausabteilung und das 1. Bataillon 66 haben bereits die Stadt erreicht. Zur gleichen Zeit geht auch die Sondermeldung von der Eroberung Krasnodar durch den Rundfunk. Auf der heutigen 70 Kilometer langen Wegstrecke konnten wir viele Weinanlagen und große Bienenzuchten sehen. Am nächsten Tag, während das Bataillon früh um 5 weiter nach Maikop rollt, müssen wir wieder wegen Motorschaden liegen bleiben. Am Nachmittag rollen etwa 20 Panzer wieder zur Laba zurück. Dort hat am Vormittag ein versprengtes Sowjetbataillon die in dem Dorf liegende Pionierkompanie und Trosskolonne unerwartet angegriffen. Dabei haben unsere Pioniere mehr als 15 Tote und 30 Verwundete. Die Panzer aber schlagen den Feind zurück. In Maikop ist die Brücke über den Fluss im Handstreich genommen worden. Eine aus 30 Mann bestehende Mannschaft vom Regiment Brandenburg ist zusammen mit dem zurückflutenden Feind auf russischen LKWs und in russischer Uniform über die Brücke gefahren und hat die Bewachungsmannschaften unschädlich gemacht und dann die Sprengladung entfernt. Dabei sind 10 Mann gefallen und eine Anzahl verwundet worden. Unsere Panzer rasen im tollen Tempo die Brücke und der Brückenkopf ist auch hier gebildet. Trotz starken feindlichen Artillerie- und Granatwerferbeschusses ist der Brückenkopf fest in deutscher Hand. Am 11. fahren wir langsam nach Maikop rein. Die Instandsetzungsstaffel hat an der Kirche ihre Werkstatt aufgeschlagen. Die stark verwahrloste Kirche ist als Lagerhaus umgebaut und mit Getreide gefüllt. Unser ganzer Zug liegt am Fluss. Die Stalinorgel ist wieder in starker Tätigkeit. Auch feindliche Artillerie beschießt die Umgebung der Brücke.
Wir sind in Maikop. Heute hat der Führer, unserem Divisionskommandeur Generalmajor Heer, das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen. Und ab heute hat der Führer für die Schützen, die der Panzerdivision folgen, den Namen Panzergrenadiere zugestanden. Der Pionierzug muss jetzt etwa 2 Kilometer unter Strom der Brücke mit Floßsäcken übersetzen. Das Gelände jenseits des Flusses ist bergig und bewaldet. Es bildet den Anfang zum Hochgebirge. Der Russe hat hier eine gute Verteidigungsmöglichkeit. Noch immer belegt er uns mit schwerem Feuer seiner Artillerie und auch Raketenbatterien. Obergefreiter Schütze und Obergefreiter Schröder wird durch Granatsplitter schwer verwundet. Am 13.8. sind wir immer noch in Maikop. Die Sonne brennt heiß. Das Artilleriefeuer hat langsam nachgelassen, nur die Stalinorgeln funken oft dazwischen. Heute rückt auch als erste Fußtruppe eine Gebirgsjägerdivision in die Stadt ein. Am nächsten Tag lösen uns die Gebirgsjäger ab. Wir beziehen in der Stadt Quartier. Wir werden wieder mal gegen Typhus geimpft. Am 18. August ist Abmarschbefehl. Um 11 Uhr rollt die Division. Neue Marschrichtung ist nach Osten. Wir fahren zu unserem alten Vormarschweg zurück. Es geht wieder über Amavir. Die gesprengte Kubanbrücke ist von den Pionieren wiederhergestellt worden. Das Wetter ist sehr schwül und heiß. Nur ganz langsam kommt die Kolonne vorwärts. Die Straßen sind mit Fahrzeugen vollgestopft. Nachdem wir über den Kuban zurück sind, geht es auf Worschilowsk zu. Die Stadt liegt auf einer Hochebene und ist nur wenig vom Krieg beschädigt. Vor und nach der Stadt sind gute Gebirgsstraßen, teils mit Asphalt. Es folgt teils bergiges, teils waldiges und auch Steppengelände. Es scheint eine arme Gegend zu sein. Wir fahren auch einen großen Teil bei Nacht und kommen wenig zum Schlafen. Die Gegend ist aber schon seit mehreren Tagen von feindlichen Truppen gesäubert worden. Also haben wir keine Feindberührung, auch sehen wir die feindlichen Flieger nicht mehr. Wir beziehen in der Ortschaft Alexdrowskoje Quartier. Wir fangen an, uns wirklich gründlich zu waschen. 3 Tage Fahrt auf staubigen Straßen bei ungeheurer Hitze haben uns ganz schön zu schaffen gemacht. Die Verpflegung ist leider recht knapp. Meist gibt es nur Rindfleisch in Büchsen. Dazu auch nur wenig zu trinken, das ganze Gebiet ist wasserarm. Insgesamt sind wir in den 3 Tagen 380 Kilometer gefahren. Bis zum 22.8. verbleiben wir in Alexdrowskoje. Die große Hitze und die Schwüle hat Gewitter und starken Regen ausgelöst. Unser Pionierzug stellt Feldwachen und Flieger-MGs auf. Am 20. muss der gesamte Pionierzug einschließlich Unteroffiziere 1 Stunde strafexerzieren. Grund: einige Kameraden sind beim Spieß unliebsam aufgefallen. Am 22.8. früh um 4 geht es wieder los. Die Fahrt geht über Bachinskoje, Varazan, Alexandrowskoje, Selomenskoje. Kurze Anmerkung von mir, diese russischen Ortsnamen bringen mich um den Verstand. So. Um 16 Uhr kommen wir in den Ort Mariupolskoje, beziehen dort Quartier. Seit vielen Tagen kommen mal wieder russische Flieger. Das Wetter hat aufgeklärt und die Sonne brennt wieder unbarmherzig. Heute haben wir 170 Kilometer geschafft. Bis Ende August bleiben wir in Mariupolskoje. Dafür richten wir uns hier häuslich ein. Scheinbar bleiben wir längere Tage hier. Die Front ist immer noch etwa 60 bis 70 Kilometer weit weg. Bei Nacht hört man die feindlichen Bomber. Hier im Ort ist unser Bataillon untergebracht. Wir stellen Feldwachen und Flieger-MGs auf. Das Dorf ist nur mit Flüchtlingen aus Leningrad bewohnt. Hier können wir mal wieder etwas braten und backen. Einige Weinanlagen bringen uns auch eine angenehme Abwechslung. Am 24.8. findet eine Kompanie und anschließend ein Bataillonsappell statt. Major Moritz hält eine Ansprache. Es werden Auszeichnungen verliehen. Die Verluste des Bataillons betragen seit dem 21. Juli 1942 44 Tote und 157 Verwundete. Am 28. marschiert eine Fußdivision durch den Ortenau Osten. Sie führen als Zugtiere auch Kamele mit.
Am schlimmsten ist hier die Wasserfrage. Es gibt einfach keine Brunnen. Das Wasser wird aus einem Kanal geholt und sieht abscheulich aus. Ungekocht ist es gar nicht zu genießen. Am 30. wird Abmarschbereitschaft befohlen. Unser Wagen ist bei der Instandsetzungsstaffel und es wird ein neues Getriebe eingebaut. Am 31. früh um 6 rollt die Division ab. Unsere Gruppe bleibt noch hier. Am 1.9. ist unser Diesel aus der Werkstatt gekommen. Wir sitzen früh um 6 Uhr auf und fahren los. Nach 140 Kilometern Fahrt erreichen wir gegen 15 Uhr das Bataillon. Es liegt am Terek. Hier liegen schon seit 8 Tagen mehrere Divisionen und versuchen vergeblich, den Brückenkopf über den Fluss zu bilden. Der Russe liegt mit sehr starken Kräften am jenseitigen Ufer. Feindliche Bomber und Schlachtfliegerverbände greifen bei Tag und Nacht in Massen an. Gestern Nacht erhielt unser 5-Zentimeter-Pack einen Bombenvolltreffer. Das Geschütz, die Zugmaschine sowie die ganze Bedienmannschaft ist vernichtet. 5 Mann sind tot und einer verwundet. Wir liegen am Dorfrand, 300 Meter vom Fluss entfernt. Eine Nacht des Grauens ist hinter uns. Von Eintritt der Dunkelheit bis zum Morgengrauen sind die feindlichen Nachtbomber über uns. Über 150 Flugzeuge werden gezählt und etwa 1000 Bombenabwürfe festgestellt. Gefreiter Regner und Gefreiter Heinicke fallen durch Bombenvolltreffer. Gefreiter Stollwerk und Gefreiter Adloff werden verwundet. 3. September. Feindliche schwere Artillerie beschießt das Dorf. Am Vormittag greifen Wasserflugzeuge das Dorf an. Als sie ihre Bomben abgeworfen haben, ist vor lauter Rauch nichts mehr zu sehen. Obergefreiter Fikendi wird durch Bombensplitter verwundet. Wir nennen den Ort wegen der schweren Bombenangriffe Bombenhausen. Am Nachmittag schlachtet der Pionierzug ein Schwein. Die Verpflegung ist seit Tagen gut. Auch hier gibt es viele Weintrauben und Melonen. Die Zivilbevölkerung ist in großen Teilen geflüchtet. Am 4. September ist der Abmarschbefehl da. Wir sind froh, diesen ungastlichen Ort verlassen zu können. Bei Dunkelheit setzt sich die Kolonne wieder in Bewegung, es geht wieder zurück. Am Himmel sind schon wieder die unheimlichen Vögel. Ununterbrochen blitzen die Bombenexplosionen auf. Nach 50 Kilometer Fahrt fahren wir an einen Waldstreifen in Deckung. Wir sind etwa 50 Kilometer von Mostock entfernt. Am nächsten Tag, als die Sonne früh am Morgen aufgeht, sehen wir zum ersten Mal die gigantische Bergkette des riesigen Kaukasusgebirges. Die Berge sind mit ewigem Schnee bedeckt. Sie mögen wohl noch 80 bis 100 Kilometer weg sein. Aber es scheint, als ob sie nur wenige Kilometer ab wären. Die Nacht war wieder von Bombendetonationen erfüllt. Vom 6.9. bis 10.9. liegen wir in der Nähe der Stadt Mostock und warten auf den Abmarschbefehl. Ein Brückenkopf wurde über den Terek gebildet. Die 111. Division hat schwere Verluste. Auch die Panzerverbände haben starke Ausfälle. Von den Pionieren ist eine Brücke gebaut worden, die aber unter schwersten feindlichen Artilleriefeuer und dem Hagel von Fliegerbomben liegt. Täglich wird die Brücke durch Feindeinwirkung schwer beschädigt. Das ist wohl der Grund, dass wir in den Waldstreifen so lange liegen bleiben. Am 10. September, mittags um 10 Uhr, geht es los. Wir fahren nach Mostock. Die Stadt bietet einen traurigen Anblick. Alles ausgebrannt und zerschossen. Vom Russen heulen schwere Bomben herüber. Um 11 Uhr fahren wir über die Kriegsbrücke. Da drüben sitzen wir dann ab. Treten zum Gefecht an. Die Stalinorgeln und Granatwerfer und die Artillerie setzt uns schwer zu. Nur langsam kann der Brückenkopf erweitert werden. Durch Granatwerfer Volltreffer fällt vom Bataillonsstab der Obergefreite Spangenberg und der Gefreite Wankel. Weitere 4 Mann werden verwundet. Unser Kompaniechef, Oberleutnant Altmann, wird durch Granatwerfersplitter am Kopf verwundet. Dann übernimmt Leutnant Dietrich die 4. Kompanie. Am 11.9. wird der Brückenkopf wieder erweitert. Fliegerangriffe am laufenden Band, hauptsächlich in der Nähe der Brücke. In einer Nacht wurden 1350 Bombenabwürfe in der Umgebung der Brücke gezählt. Langsam kämpfen wir uns vorwärts. Am Vormittag wird Max Bräuning verwundet. Wir stehen vor einem schwer verteidigten Dorf.
Feindliche Panzer und auch Artillerie nehmen uns unter schweres Feuer. Am Mittag ist die Ortschaft einem Sturm genommen. Leutnant Dietrich wird schwer verwundet. Leutnant Wendt führt jetzt die Kompanie. Heute 10 Kilometer Geländegewinn. Am 13. September stehen wir vor einer stark besetzten Ortschaft. 3 eigene Panzer hat uns der Russe schon abgeschossen. Punkt 12 Uhr beginnt der Angriff. Der Pionierzug fährt auf die Panzer aufgesessen in den Ort. Wir sitzen auf dem Panzer 202. Da der Angriff auch von der Flanke erfolgt, kann sich der Russe nicht mehr zurückziehen. Am Abend haben wir etwa 1200 Gefangene und eine Anzahl Geschütze erbeutet. Starke feindliche Bomberverbände greifen wieder an. Durch Bombensplitter werden Wolniak, Lüderitz, Schulz und Splöder verwundet. Bei Nacht bleiben wir als Ortssicherung im Dorf. Das Bataillon rollt noch am Abend etwa 10 Kilometer vor. Die Nacht wird wieder eine Nacht der Bomben. Am nächsten Tag um 10 Uhr fahren wir dem Bataillon nach, welches bereits wieder ein Dorf genommen hat. Auch die Straße liegt wieder unter starkem Artilleriefeuer. Am Abend räumen wir das Dorf wieder und beziehen Sicherungsposten am Panzergraben vor der Ortschaft. Leider wird unsere Küche durch Packtreffer beschädigt. Der Fahrer wird dabei verwundet. Auch haben wir heute etwa 60 russische Minen aufgenommen und gesprengt, dazu wieder feindliche Fliegerangriffe in Massen. Am nächsten Tag zieht das Bataillon nach rechts in eine Mulde und besetzt die Höhen. Der Pionierzug zieht am Nachmittag auf Höhe 489 und auf eine Russenhöhe in Stellung. Am Abend beobachten wir, wie der Feind das Dorf besetzt. Auf der Höhe 489 liegen wir mit der Gruppe Brasche und rechts von uns Gruppe Meier. Auf der gegenüberliegenden Russenhöhe liegt der Zuggefechtsstand und die Gruppe Vogel und Hartmann. Da wir einen Nachtangriff erwarten, ziehen wir uns auf den höchsten Punkt zusammen. Nachdem es dann finster geworden ist, hören wir von der Russenhöhe MG-Feuer und das Detonieren von Handgranaten. Dies geht die ganze Nacht hindurch. Bei uns bleibt aber alles ruhig. Am 16. beim Morgengrauen sehen wir, wie sich die beiden Gruppen von der Russenhöhe zurückziehen. Der Feind hat die Höhe besetzt. In der vergangenen Nacht hatten die beiden Gruppen in schweren Nahkämpfen mit dem Feind gestanden. Unteroffizier Hartmann ist vermisst, Gefreiter Busse, Gefreiter Stadtmeister und Obergefreiter Max Schütz schwer verwundet. Gegen 8 Uhr früh sehen wir, wie im Tal die Russen in großen Massen entlangziehen und von hinten die uns gegenüberliegende sogenannte Russenhöhe besetzen. Um 9 Uhr beginnt von dieser Höhe aus der Angriff auf unsere Höhe 489. Immer näher kommen die Massen heran. Trotzdem unsere 2 Maschinengewehre feuern, was das Zeug hält. Da ist die Munition auch bald verschossen. In letzter Minute kommt nun das noch heilgebliebene MG und 9 Mann von den beiden Gruppen, Vogel und Hartmann, heran. Auch ein MG von der ersten Kompanie kommt im Laufschritt. Munition wird herangeschleppt. Als das MG von der ersten Kompanie in Stellung gehen will, wird der MG-Schütze 2 durch Bauschuss schwer verwundet. Nun hat sich endlich auch unsere leichte Granatwerfergruppe eingeschossen. Heulend jagen die Granaten heran und in die feindlichen Massen hinein. Da stoppt dann endlich der Angriff. Nur etwa 8 bis 100 Meter liegen die Russen vor uns. Im Laufe des Tages macht der Feind keinen Angriffsversuch mehr. Am Nachmittag wird unser MG-Schütze 1, Gefreiter Frost, verwundet. Ludwig Arnold macht nun MG-Schütze 1 und Oberschütze Rest den MG-Schützen 2. Auch Gefreiter Deutsch und Gefreiter Heine werden verwundet. Als die Dunkelheit eintritt, legen wir eine Sperre aus Stolperdraht und Minen. Die Gruppe Meier zieht sich etwas zurück. Um 21 Uhr krachen plötzlich eine Anzahl feindlicher Handgranaten. Der Feind hat sich bis an die erste Stellung der Gruppe Meier herangearbeitet und in die leeren Löcher die Handgranaten geworfen. Wir gehen zum Gegenangriff über und werfen den Feind, der in dieser Nacht noch öfters angreift, aber wir werfen ihn trotzdem im Nahkampf zurück. Feldwebel Hahn wurde heute zum Oberfeldwebel befördert. Obergefreiter Brasche übernimmt die Verteidigung der Höhe 489, die unbedingt gehalten werden muss, da sie von großer Wichtigkeit für die Division ist. Am 17. September, gleich am Morgen,
beginnt der Russe mit einem ungeheuren Granatwerfer und Artilleriefeuer. An dem unübersichtlichen Westhang arbeiten sich Stoßtrupps heran. Wir können diese nicht sehen, bis sie auf 30 Meter heran sind. Da setzt plötzlich das feindliche Feuer aus und mit Urä-Gebrüll fliegen uns Massen von Handgranaten entgegen. Unsere MGs lassen aber die Russen nicht hochkommen. Dann organisiert Obergefreiter Brasche den Gegenangriff. Mit Handgranaten bewaffnet klettern wir aus den Löchern und mit Hurra werfen wir uns dem Russen entgegen und jagen ihn zurück. So geht es den ganzen Tag und die ganze Nacht. Das feindliche Feuer steigert sich zum Orkan. Viele werden an diesem Tag verwundet. Obergefreiter Faust wird im Nahkampf von den Russen gefangen. Unser MG-Schütze 2, Oberschütze Rost, wird durch Kopfschuss schwer verwundet. Der MG-Schütze der Gruppe Meyer erhält einen Bauchschuss und stirbt kurz darauf. Obergefreiter Heinz Schulz wird schwer verwundet. Obergefreiter Max Schulz ist heute an seiner gestern erlittenen Verwundung gestorben. Um 22 Uhr kommt eine Kompanie des Regimentes Brandenburg, die uns ablösen sollen. Wir bleiben aber die Nacht noch auf dem Posten. Wir sollen in aller Frühe dann abrücken. Am 18. September um 4 Uhr sammeln wir zum Abmarsch. Da krachen plötzlich wieder Handgranaten. Der Russe ist schon wieder da. Nochmals werfen wir ihn zurück. Müde und abgekämpft verlassen wir die Höhe. 3 Tage haben wir kein Auge zugetan. Unsere Nerven sind vollkommen herunter. Da auf halber Höhe bekommen wir feindliches Artilleriefeuer. Gefreiter Deutzer, Gefreiter Drust und Unteroffizier Strobel werden verwundet. Wir ziehen zu unseren Fahrzeugen am Bataillonsgefechtsstand. Gegen Mittag tritt dann der Pionierzug vor dem Bataillonskommandeur Major Moritz an. Dieser spricht uns im Auftrag des Regimentskommandeurs dessen Anerkennung aus. Obergefreiter Brasche wird wegen Tapferkeit vor dem Feinde zum Unteroffizier befördert. Auf der Höhe 489 haben wir 17 feindliche Angriffe im Nahkampf abgewiesen, dabei 350 Handgranaten verbraucht, 16.000 Schuss MG-Munition und 900 Schuss Gewehrmunition verschossen. An diesem Abend ziehen wir wieder auf Sicherung am Nordhang der Höhe 489. Am nächsten Tag, bei Morgengrauen, rücken wir wieder zum Bataillonsgefechtsstand ab. Die 3. Kompanie greift an und hat viele Verluste. Um 10 Uhr geht es für uns los als Verstärkung zur 3. Kompanie. Unteroffizier Vogel wird schwer verwundet. Er bekommt einen Granatsplitter in die Lunge und einen in den Kopf. Der Obergefreite Perlitz wird durch Splitter im Rücken verwundet. Am nächsten Tag sind wir bei der Kompanie in Stellung. Bei Tage müssen wir wieder Massenangriffe feindlicher Flieger über uns ergehen lassen. Auch die Stalinorgel tritt wieder in Tätigkeit. Auf der Höhe 489 hingegen hat sich die Lage beruhigt. 21.09. Unsere Artillerie ist stark am Werk. Leider ist von deutschen Fliegern nur sehr wenig zu sehen. Am nächsten Tag sollen uns die Fußtruppen ablösen. Wir machen uns fertig. Das feindliche Feuer hat nachgelassen. Unser Pionierzug wird nun noch auf 2 Gruppen aufgeteilt. Mittags rückt der Pionierzug und der Bataillonsstab ab. Ich bleibe zusammen mit dem gefreiten Stahlhut hier, um bei Nacht unsere eigenen Stolperdrahtminen wieder aufzunehmen. Heute früh ist der Oberschütze Rost an seiner Verwundung gestorben. Es wird Nacht und die 370. Division, also die Bärendivision, löst uns hier ab. Am 23.09. gegen 5 Uhr früh fahre ich dann mit dem Kompaniezug dem Pionierzug nach. Nach 20 Kilometern Fahrt wird in einem Wäldchen beim kleinen Dorf Halt gemacht. Hier ziehen wir auf Sicherung. Das Dorf liegt unter feindlichen Artilleriefeuer und Stalinorgelbeschuss. Auch am 24. bleiben wir noch dort. Waschen unsere Wäsche. Das Wetter ist herrlich. Auch haben wir die Gelegenheit, uns mal wieder einige Gänse zu braten. Am nächsten Tag wieder ein Angriff. Wir treten zu Fuß an. Heute treffe ich auch wieder Heinrich Haffner und wir können uns längere Zeit miteinander unterhalten. Das Gelände besteht aus Hügeln und Schluchten und ist bewaldet. Wir kommen nur sehr langsam vorwärts. Der Feind liegt in gut getarnten Felsstellungen. Er hat sehr viele Granatwerfer, die uns das Leben wirklich schwer machen.
Am 26. erhalten wir dann leider die Nachricht, dass Unteroffizier Vogel auch an seiner Verwundung gestorben ist. Auch ist gestern unser ehemaliger Zugführer Oberfeldwebel Kolbe gefallen. Der Angriff schreitet nur langsam voran. Es geht auf den großen Ort und Eisenbahnpunkt Eichotowo zu. Vom leichten Granatwerferzug fällt am 27.09. Unteroffizier Kobold und ein weiterer Oberschütze. Höhe um Höhe wird schwer erkämpft. Unsere Artillerie schießt unaufhörlich und mit guter Wirkung. Auch die uns seit einiger Zeit zugeteilten Nebelbatterien unterstützen unseren Angriff gut. Vergebliche Gegenangriffe versucht der Feind am 29.09. Große feindliche Bomberverbände, meist amerikanische Typen, greifen uns stark an. Auch verstärkt der Feind seine Artillerie- und Granatwerfertätigkeit. Unteroffizier Brasche erhält am 30. September das EK1 verliehen. Es heißt auch, dass er zum Ritterkreuz eingereicht worden ist. 1.10.42. Oberschütze Fricke wird schwer verwundet. 2.10. Stellung vor Eichotowo. Am Ort ist noch der Russe. Unsere Panzer greifen am Morgen an. Feindliche Pack schießt jedoch zwei eigene Panzer in Brand. Wegen eines großen russischen Minenfeldes kommen sie nicht mehr vorwärts und ziehen sich aus dem feindlichen Artilleriefeuer zurück. Das Dorf soll nun morgen von der anderen Seite mit dem Regiment 66 angegriffen werden. Auf dem Bataillonsgefechtsstand und der Umgebung liegt ständig Artillerie- und Granatwerferfeuer. Heute erhalte ich das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Und Offizier Meyer und Obergefreiter Roloff erhalten das Eiserne Kreuz 1. Klasse. Weiterhin erhalten das EK2 Arnold, Böhme, Busch, Ströbel, Rüger, Michau, Schulz, Stahlhut und Heine. Es ist für den Einsatz vom 16. bis zum 18.09.42 auf der Höhe 489. 3.10. Das Regiment 66 greift Eichotowo an. Nach schweren Kämpfen ist es am Abend in deutscher Hand. Am nächsten Tag liegt das feindliche Artilleriefeuer fast nur auf unserer Stellung. Mehrmals greifen unsere Stukas einen großen feindlichen Panzerzug an. Am nächsten Tag immer noch starkes Artilleriefeuer. Der Bataillonsgefechtsstand liegt unter Beschuss. Mittlerweile haben wir 10 Tote und über 30 Verwundete. Jetzt wird der Gefechtsstand endlich verlegt. Das Bataillon zieht um. Wir bauen etwa 800 Meter weiter rechts in einer Schlucht einen neuen Gefechtsstand aus. Der Bataillonsadjutant, Oberleutnant Lippe, wird schwer verwundet. 8.10.42. Schon seit Tagen sind wir von früh bis abends mit Bunkerbau beschäftigt. Wir fällen Bäume und sollen feste Bunker bauen. Man spricht von einer Winterstellung. Das Wetter ist schön. Der Feind versucht öfters kleinere Angriffe. Sonst herrscht noch die übliche Artillerietätigkeit auf beiden Seiten. Auch die russischen Flieger sind noch nicht weniger geworden. Die Verpflegung ist recht knapp. Es gibt wenig Brot und noch viel weniger Wurst. Aber es gibt hier Kartoffeln, die uns doch immer wieder satt machen. Und Offizier Kiesel ist wieder zum Pionierzug versetzt. Es wird wieder eine dritte Gruppe aufgestellt und ich komme wieder zur Gruppe Kiesel. 15.10. Es ist noch wie vorher. Der Bunkerbau schreitet gut fort. Wir holen Bauholz aus der Stadt Gnadenburg, 50 Kilometer von hier. Am 11.10. ist Obergefreiter Hermann durch Artillerie-Volltreffer gefallen. Das Wetter hat umgeschlagen, es ist regnerisch und kühl. Wir bivakieren noch in Zelten. Es müssen erst die Bunker für die Herren vom Bataillon fertig werden. Oberschütze Fricke ist am 13.10. an seiner Verwundung gestorben. 20.10. Seit einigen Tagen sind die Bunker vom Stab und für die Kompanie fertig und jetzt gehen wir daran, unsere eigenen zu bauen. Wir holen jetzt Holz von der Ortschaft, der Bahnhof wird abgerissen. Da in der Nähe des Bahnhofes fast ständig Artilleriefeuer liegt, ist diese Arbeit nicht so angenehm. Am nächsten Tag geht das Gespräch um, dass wir von hier abgelöst würden. Am Nachmittag trifft wirklich die Ablösung ein. Es ist die 370. Division. Diese ist aber schon sehr mitgenommen.
Es ist keine Kompanie dabei, die mehr als 20 bis 30 Mann stark ist. Durch feindliches Artilleriefeuer haben sie gleich wieder empfindliche Verluste. Wir fahren zurück nach Deiskofe, wo unser Tross liegt. 25.10. Schon 4 Tage liegen wir hier in Deiskoje. Vor allem galt es, uns wieder mal körperlich in Ordnung zu bringen. In den 3 Wochen, da wir vor Elchotowo in Stellung lagen, konnten wir uns weder waschen noch die Wäsche wechseln. Es ist aber auch gleich wieder Dienst angesetzt worden. Geräte in Ordnung bringen und allerlei Appelle. Heute ist Abmarschbereitschaft befohlen. Die Fahrzeuge sind verladen. Um 10 Uhr ist ein Feldgottesdienst. Am Nachmittag gibt es Marketenderwaren, Schnaps und Zigaretten. Es gibt einen fröhlichen Abend. Um 21 Uhr kommt plötzlich der Abmarschbefehl. Es wird aufgesessen und es geht zum neuen Angriff. Das Ziel ist unbekannt. Nach 40 Kilometern Fahrt wird Halt gemacht und auf freiem Feld übernachtet. Es ist schon recht kalt. Am 26.10. bei Tagesanbruch werden wir geweckt. Es ist alles weiß von Reif. 5 Uhr wird aufgesessen und es geht weiter feindwärts. Heute erfahren wir, dass unser Angriffsziel eine kleine Stadt ist. Der Tag wird sehr warm, vom Feind ist nicht zu merken. Am Himmel ziehen deutsche Bomber nach Südosten. Da am Nachmittag gerät die Kolonne ins Stocken. Eine kleinere Brücke ist schadhaft. Pionierzug nach vorn, heißt es. Wir bessern die Brücke aus. Da fliegt im allgemeinen Gewimmel, fast unbemerkt, ein Verband sowjetischer Bomber an. Eine Bombe fällt in unmittelbarer Nähe der Brücke. Dabei wird unser Bataillonskommandeur, Major Moritz, von einem Bombensplitter in die Brust getroffen und ist sofort tot. Im Ganzen sind 4 Mann tot und etwa 20 verwundet. Unser Gruppenführer und Offizier Kiesel wird durch Splitter im Rücken schwer verwundet und Offizier Neumann hat es beide Füße weggerissen. Er stirbt kurze Zeit darauf. So fand dieser schöne Tag ein schlimmes Ende. Am Abend übernachten wir wieder auf freiem Feld. Es ist empfindlich kalt. Der Pionierzug stellt eine Feldwache. Heute haben wir 80 Kilometer hinter uns. 27.10.42. Obergefreiter Roloff übernimmt unsere Gruppe. Heute haben wir die erste Feindberührung. Artillerie und Stalinorgeln beschießen uns. Nur 10 Kilometer Vormarsch heute. Am nächsten Tag geht der Angriff weiter. Kurz vor einer Ortschaft fährt einer der LKWs auf eine Mine. Wir stellen einen doppelten Minenriegel fest. Die auf der Straße liegenden Minen sprengen wir. Dabei erhalten wir starkes Artilleriefeuer und müssen in Deckung gehen. Gegen Mittag haben wir die übrigen Minen aufgenommen und diese etwa 100 Stück gesprengt. Inzwischen ist ein weiteres Dorf genommen worden. Als wir nachkommen, müssen wir gleich eine Brücke ausbessern. Bei Nacht übernehmen wir dann die Ortssicherung. Wir haben heute 15 Kilometer Raum gewonnen. Am nächsten Tag fährt der Pionierzug 7 Kilometer zurück und bezieht eine Flankensicherung. Eine russische Division ist eingeschlossen. Rumänische Truppen drücken von der anderen Seite. Am Abend lösen uns die Rumänen ab. 30.10. 4 Uhr früh ist wieder Abfahrt. Es geht in Richtung eines kleinen Ortes. Wir haben viel Arbeit, denn schlechte Straßen, Sumpfstellen und kaputte Brücken müssen fahrbereit gemacht werden. Fast die ganze Nacht hindurch ist die Kolonne in Bewegung. Feindliche Artillerie und Stalinorgel stören oft sehr empfindlich unseren Vormarsch. Von der feindlichen Luftwaffe ist seit einigen Tagen nicht mehr viel zu merken. Dagegen ist unsere Luftwaffe pausenlos im Einsatz. Am 31.10. um 3 Uhr früh wird Quartier gemacht. Sofort beschaffen wir wieder Baumaterial und verladen. Um 12 Uhr ist bereits wieder Abfahrt. Wir helfen dem anderen Pionierzug beim Brückenbau über einen Nebenfluss des Terex. Dann geht es wieder weiter. Das Gelände ist von vielen kleinen Wasserläufen und Sumpfstellen durchzogen. Wir arbeiten fast ohne Unterbrechung. Das Wetter ist sehr warm. Auch heute entfalten unsere Flieger eine rege Tätigkeit. Die unserer Division zugeteilte 24 cm Heeresartillerie beschießt die feindlichen Artilleriestellungen. Gestern und heute sind wir zusammen 105 Kilometer gefahren. 1. November, 5 Uhr früh, wir beziehen Quartier.
Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Es wird wieder alles gefechtsbereit gemacht. Eine feindliche Munitionskolonne mit 15 Panjefahrzeugen und etwa 50 Soldaten wird im Dorf geschnappt. Um 12 Uhr ist dann Abfahrt nach Ardon. Wir fahren mit den Panjewagen. Vor Ardon fanden am Vormittag schwere Kämpfe statt. An der Bahnlinie liegen 3 zerstörte Panzerzüge sowie eine große Anzahl zerschossener feindlicher Panzer. Die 8-8 und unsere Panzer haben wir ganze Arbeit geleistet. Ein weiterer feindlicher Panzerzug wurde von der 24 cm Heeresartillerie mit 2 Schuss vernichtet. Heute konnte ich Pfarrer Hafner kurz sprechen. Heute sind auch die feindlichen Flieger wieder in Massen zur Stelle. Unsere Jäger schießen aber eine ganze Anzahl ab. Auch unsere Bomber sind wieder am laufenden Band im Angriff. Bei Nacht beziehen wir eine Feldstellung. Heute liegen wieder 50 Kilometer hinter uns. Am nächsten Tag geht der Angriff weiter. Die feindliche Artillerie streut das Gelände ab. Als sich der Nebel hebt, kann uns der Feind einsehen. Gegen 8 Uhr müssen wir durch eine Schlucht und auch noch einen Wasserlauf durchqueren. Dabei erhalten wir schwerstes Artillerie- und Granatwerferfeuer. Zahlreiche Fahrzeuge erhalten Volltreffer. Es ist eine große Verwirrung. Im Fluss sind einige LKW umgestürzt und alles stockt. Viele Tote und Verwundete liegen herum. Am Nachmittag greifen fortwährend feindliche Bomberverbände mit 20 bis 30 Flugzeugen unsere Vormarschstraße an. Überall stehen vor uns brennende Autos und Zugmaschinen am Weg, die durch Bombentreffer ausgefallen sind. Unaufhörlich trommelt die feindliche Artillerie. In einem Dorf greift der Russe unsere Flanke an. Die 2. Kompanie hat an diesem Nachmittag 15 Tote und 36 Verwundete. Am Abend erreichen wir den Ort Gisel. In einem großen Gebäude, scheinbar der Schule, beziehen wir Quartier. Die ganze Nacht beschießt uns der Russe mit schwerer 17,2 cm Artillerie und Stalinorgeln. Die Kompanien greifen weiter an und graben sich 3 Kilometer weiter vorne ein. Das Wetter ist heute regnerisch. Zum ersten Mal greifen russische Tiefflieger an. Es rieselt Phosphor, welches als eine riesige Feuerwand auf den Boden kommt. Am Mittag verstärkt sich das Artilleriefeuer zum Orkan. Unsere Schule, also das größte Gebäude, dient der feindlichen Artillerie als Grundrichtung. Um uns herum bersten die Granaten, längs ist keine Fensterscheibe mehr ganz. Doch können wir uns hinter den starken Mauern einigermaßen sicher fühlen. Rings um uns im Wald, überall müssen die feindlichen Batterien stehen. Das Fahrzeug der Gruppe Brasche ist vor 2 Tagen wegen Panne zurückgeblieben, ebenfalls das Gerätefahrzeug. Heute hören wir, dass durch Granattreffer neben dem Wagen und Offizier Brasche, Obergefreiter Grunge, Gefreiter Radowski und Gefreiter Wrobel verwundet wurden. Stabsgefreiter Zimmermann ist gefallen. Am 4.11. trifft ein Gebirgsjägerbataillon ein. Es stößt in die bewaldeten Höhen vor. Seit gestern sind wir hinten abgeschnitten. Der Russe hat 12 Kilometer rückwärts mit starken Kräften angegriffen und uns eingekesselt. Die rechts von uns eingesetzte 23. Panzerdivision und links liegende rumänische Truppen sind wegen zu starken Widerstand nicht mitgekommen. Es ist also unsere Division allein in diesem Raum. Stündlich wird das feindliche Feuer stärker. Rings um uns, aus allen Ecken und Enden, heulen die Granaten heran. Dazu kommen die Flieger im Tiefflug mit Bomben. Unsere Kompanie hat schon 3 Flakgeschütze samt Zugmaschinen durch Bombenvolltreffer verloren. In der Nacht reißen wir eine Brücke ab, die den Fluss zwischen uns und den Russen verbindet. Die Schule wird geräumt. Wir müssen einen Hauptverbandsplatz darin einrichten. Deswegen gehen wir am Ortsrand in Stellung. Das feindliche Feuer ist noch wie am Vortage. 6.11. Heute waren wieder Flieger da. Sie warfen auch Bomben in die Schule. 8 Mann sind tot, 40 verwundet. Sofort wird der Hauptverbandsplatz wieder verlegt. Gestern Abend mussten wir zur ersten Kompanie in Stellung. Heute früh, als schon heller Tag ist, kommt der Befehl zum Stellungswechsel. Wir sollen russische Minen aufnehmen. Als wir unsere Löcher verlassen, nimmt uns der naheliegende Feind unter Feuer.
Der Gefreite Drust und Stollenberg werden schwer verwundet. Nur ich und der Gefreite Mertig kommen zum Kompaniegefechtsstand zurück. Alle übrigen müssen den ganzen Tag in Deckung bleiben, denn das feindliche Feuer ist zu stark. Am Kompaniegefechtsstand ist noch Stabsgefreiter Schulz und Obergefreiter Roloff sowie Gefreiter Lindhorst. Wir müssen nun einen Minengürtel aufnehmen, der sich in nicht absehbarer Länge hinzieht. Scheinbar kann uns der Feind dabei einsehen, denn wir bekommen öfters Artilleriebeschuss und müssen sehr oft in Deckung gehen. Mit ungeheurer Wucht liegt heute das feindliche Artilleriefeuer wieder auf den vordersten Stellungen. Am Abend haben wir 200 Minen aufgenommen. Bei Dunkelheit kommt der Pionierzug zurück. Die Verwundeten können erst jetzt zum Verbandsplatz gebracht werden. Noch in der Nacht wird der ganze Frontabschnitt um 3 Kilometer zurückverlegt und es werden neue Stellungen gebaut. Am 7.11. graben wir uns in der Nähe des Bataillonsgefechtsstandes ein. Weiter tobt die Artillerie. Unsere eigenen schweren Waffen lassen nicht viel von sich hören, denn die Munition ist knapp und es kommt nichts mehr von hinten. Das Wetter klart wieder auf. In den Nachmittagsstunden greifen Stukas und Zerstörerverbände die schwere feindliche Artillerie und Flakstellungen mit Bomben an und vernichten diese. Dabei schießt die russische Flak einen deutschen Stuka ab. Die Verpflegung wird immer knapper, es kommt nichts durch. Um 14 Uhr wird durch Granatwerfereinschlag Gefreiter Uhl tödlich getroffen und Gefreiter Rüger verwundet. Bei Nacht blitzen aus allen Ecken die Abschüsse der feindlichen Batterie auf. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Am 8. greift der Feind wieder an. Er ist uns nachgestoßen und liegt wieder dicht vor uns. Ein Panzerangriff wird abgewiesen, überall stehen im Gelände abgeschossene russische Panzer herum. Es ist wieder mal recht nasskalt, früh liegt immer starker Reif auf. Bei Nacht legen wir vor den Stellungen der 3. Kompanie Stolperdrahtminen. Das feindliche Feuer scheint überhaupt nicht mehr nachzulassen. Groß sind schon die Verluste an Toten und Verwundeten. Auf dem 5 Kilometer rückwärts liegenden Hauptverbandsplatz liegen schon über 500 Verwundete und können nicht weiter transportiert werden. Am 9.11. können wir den ganzen Tag die Köpfe nicht aus den Löchern heben. Es kracht und splittert um uns herum. Um 15 Uhr kommt dann der Rückmarschbefehl. Der Pionierzug erhält den Auftrag, alle nicht ausgebrannten russischen Panzer zu sprengen, was wir mit geballten 3-Kilo-Ladungen auch ausführen. Die Kompanien haben schon die Stellung verlassen und verladen das Gerät. Da wird der Rückmarschbefehl widerrufen. Alles muss wieder die alten Stellung beziehen. Große Enttäuschung überall. Wann sollen wir endlich aus dieser Hölle herauskommen? Wir kommen wieder zum Ortsrand von Gisel und bauen die ganze Nacht hindurch Bunker. Am nächsten Tag haben wir uns wieder in die Erde gewühlt. Stärker als zuvor beginnt wieder das Trommelfeuer. Man wird langsam abgestumpft und gleichgültig. Wann sollen wir überhaupt hier wieder rauskommen? Es regnet und ist kalt. Die Flieger kommen jetzt schon fast alle halbe Stunde. Unser 8.8er schießt einige ab. Aber was macht das schon bei den Massen aus? Um 14.30 Uhr kommt dann der endgültige Rückmarschbefehl. Und um 16 Uhr ist es schon dunkel, lösen sich die Kompanien vom Feind. Es beginnt zu schneien. Ein größerer Teil der Fahrzeuge muss abgeschleppt werden. Die Kompanien marschieren zu Fuß. Wir fahren mit den Zugmaschinen des Geschützzuges. Die haben alle Geschütze verloren. Ein Teil der beschädigten Fahrzeuge wird gesprengt oder in Brand gesetzt. Im Feuerschein einiger Lkw sehen wir am Dorfeingang viele Reihen deutscher Soldatengräber. Die Straßen sind aufgeweicht und es wird immer schwieriger, vorwärts zu kommen. Wir schieben sehr viel. Viele Lkw stehen an der Rückzugsstraße in hellen Flammen. 11.11. Gestern Abend haben unsere Panzer gewaltsam einen Weg durch den feindlichen Ring gebahnt. Ein Teil der auf MTW verladenen Verwundeten und sonstige Fahrzeuge sind nach hinten durchgekommen. Als es Tag wird, sind wir etwa 12 Kilometer zurück. Der Feind hat die Lücke wieder geschlossen. Wir sind in einer Schlucht, die Kompanien treten zusammen mit den Panzern zum Angriff an und machen die Rückzugsstraße wieder frei.
Dann graben wir uns ein. Am Tage ist jedoch an einen weiteren Rückmarsch nicht zu denken, denn das feindliche Artilleriefeuer liegt zu gut. Die Fahrzeuge fahren in der Schlucht in Deckung, dort liegen aber überall die Trümmer des Trosses der Gebirgsjäger herum. Das Gebirgsjägerbataillon, das hier war, wurde gestern von den Russen überfallen. Der Feind verlegt nun sein ganzes Artillerie- und Granatwerferfeuer auf die Schlucht. An allen Ecken brennen die durch Volltreffer getroffenen Autos. Um 11 Uhr wird Gefreiter Lindhorst, Gefreiter Meyer und Gefreiter Mertig verwundet. Als die Dunkelheit eintritt, wird alles zum gewaltsamen Durchbruch bereitgestellt. Alle Fahrzeuge, die nicht mehr mit eigener Kraft fahren können, werden gesprengt. Unser Gruppenfahrzeug laden wir um und sprengen es ebenfalls. In kurzer Zeit stehen wohl über 100 Autos in Flammen. Auch viele Panzer werden gesprengt, denn das Benzin ist alle. An allen Ecken gehen rote Leuchtkugeln hoch. Der Feind greift an. Niemand weiß genau, wo der Rückmarschweg ist. Es sieht hoffnungslos aus. 15 Uhr beginnt der Rückmarsch. Panzer voraus und dazwischen wir. Nur langsam geht es vorwärts. Fußtief ist der Dreck. Alle Fahrzeuge, die stecken bleiben, werden gesprengt. Soweit das Auge sieht, ist es eine lange Feuerlinie. Das ist die Rückzugsstraße. In Reihe marschieren die Kompanien zurück. Feindliches MG-Feuer peitscht dazwischen. Dann wird unsere ganze Mühe zunichte gemacht. Trotzdem wir schon eine Stunde mitschieben, ist das Fahrzeug nicht mehr vorwärts zu bringen. Wir nehmen ein MG und zwei Munitionskästen und unsere Gewehre mit, alles andere lassen wir liegen. Nach einer Stunde Marsch erreichen wir die erste Sicherung der Waffen-SS. Wir sind aus dem Kessel heraus, das Herz schlägt etwas leichter. Zwar blitzen überall die Abschüsse der feindlichen Artillerie auf, aber ihr Feuer liegt meist zu kurz oder auch zu weit. Weiter geht der Marsch. Um 24 Uhr wird im Dorf Syakoje Quartier gemacht. Dort sammelt nach und nach das Bataillon. Alles ist überfüllt mit Soldaten. Müde legen wir uns in einen Stall. Am 12. November 1942 fahren wir mit den Zugmaschinen weiter zurück. Um 11 Uhr kommen wir nach 50 Kilometer Fahrt nach dem Ort Alagir. Unseren alten Frontabschnitt hat die SS übernommen. Hier in Alagir hat die 13. Panzerdivision ein Verpflegungsamt eröffnet. Alle zurückkommenden Truppen werden verpflegt. Am Nachmittag kommt der Rest der Gruppe Brasche mit dem Opel Blitz und Obergefreiter Gul an. Gestern ist in der Schlucht der Bataillonskommandeur vom 2. Bataillon Hauptmann Steiner, Oberleutnant Albrecht und 5 Mann vom Pionierzuges des Bataillons 93 gefallen. Darunter auch Gefreiter Heinrich Hafner, der Pfarrer aus Seibelsdorf. 13.11. Alagir. Das Dorf liegt recht nahe an der Front. Stalinorgeln und Artillerie beschießen den Ortsrand. Im Raum von Ardon greift der Feind fortwährend an. Es wird für das ganze Bataillon Gefechtsbereitschaft befohlen. Am Nachmittag wird das 2. Bataillon wieder eingesetzt. Wir haben im Pionierzug noch ein Fahrzeug. Auch die Kompanien besitzen nur noch wenige Lkw. Im hiesigen Abschnitt liegen meist die rumänischen Truppen sowie die ganze 23. Panzerdivision. Heute kommt die Nachricht, dass der Unteroffizier Brasche für den Einsatz auf Höhe 489 vom Führer mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Brasche liegt aber zurzeit im Lazarett. Am nächsten Tag warf der Feind wieder Bomben über unserem Dorf ab. Das Wetter wird wieder schöner. Aber es hat auch 2 Tage geregnet. Gestern waren wir beim Feldgottesdienst in der alten Kirche. Am 17. erhalten alle die, die im Kessel waren, eine Tafel Schokolade, eine halbe Flasche Sekt und Zigaretten als Sonderverpflegung. Da nun mein Zahnersatz vollkommen kaputt ist und noch einige Zähne abgebrochen, war ich am 18. beim Truppenarzt. Der stellte mir einen Lazarettschein aus. Ich soll mich baldigst beim Feldlazarett melden. Am 19. fährt der gesamte Tross und die Kompanie nach Digera. Wir müssen noch hier bleiben und warten, bis wir abgeholt werden. Infolge des schönen Wetters ist wieder rege Fliegertätigkeit, auch bei Nacht. Der Hauptverbandsplatz und die Umgegend liegt heute im schweren Feuer der Artillerie.
Am 21. werden wir wieder abgeholt. Wir fahren über Ardonne nach Dighera und beziehen Quartier. Es regnet wieder einmal. Gestern ist unser letztes Gruppenfahrzeug bei der Werkstattkompanie durch Bombenvolltreffer in die Luft geflogen. Am nächsten Tag zieht das Bataillon wieder in den Raum von Ardonne in Stellung. Ich mache mich auf und melde mich beim Feldlazarett. Dort schickt man mich weiter zurück. Ich fahre mit einer Munitionskolonne der Nebelwerfertruppen zurück. Nach 25 Kilometer Fahrt ist es dunkel und wir schlafen auf dem Fahrzeug. 23.11. Heute Mittag bin ich nach 75 Kilometer Fahrt in der Stadt Prokatny eingetroffen. Ich melde mich beim Feldlazarett Nummer 661. Diese verweisen mich zur Krankensammelstelle. Am nächsten Tag, um 6 Uhr früh, geht es von der Krankensammelstelle mit einem Sammeltransport per Bahn weiter rückwärts. Nach 15 Kilometer Bahnfahrt werden wir alle in Georgiensk ausgeladen und zur Krankensammelstelle gebracht. Hier treffe ich dann auf der Krankensammelstelle den Unteroffizier Oppel aus Haslund und den Obergefreiten Heinrich Hemried aus Unterrodach, die als Sanitäter hier sind. Heute werden wir in einen behelfsmäßigen Lazarettzug verladen und um 24 Uhr geht die Fahrt Richtung Rostow los. Am 29. stehen wir auf dem Bahnhof Taganrog. Es ist kälter geworden und es zieht in den Viehwaggons. Die Verpflegung ist aber gut. Am Nachmittag fährt der Zug in Richtung Stalino weiter. In Stalino angekommen, werden wir ausgeladen und mit Omnibussen zur Krankensammelstelle gebracht. Ich komme auf die Station Nummer 4. Am 1. Dezember war ich endlich beim Arzt. Ich bleibe hier als ambulanter Patient. Ich gehe zur Behandlung zur technischen Großzahnstation. Heute wurden mir 2 Zähne gezogen. Starker Frost ist eingetreten. Im großen Dornbogen ist der Russe durchgebrochen. Die Heeresgruppe B hat allgemeine Urlaubssperre. In der Krankensammelstelle herrscht starker Durchgangsverkehr von Kranken und Verwundeten. Hauptsächlich kommen viele Rumänen mit Erfrierung. 13.12.42. Nun bin ich schon 14 Tage hier. Täglich dasselbe Bild. Kranke und Verwundete kommen und gehen. Meist kommen sie aus dem großen Donbogen. Die 6. Armee ist schon seit 3 Wochen in Stalingrad eingeschlossen.